Penis, man hört mich jetzt. Penis, ist es zu laut? Penis, wir sind ein bisschen in dem Rot mit dem Penis, also mit dem Pegelpenis. Also sind nur 26 Minuten Startscreen, ist vielleicht neuer Rekord, aber ihr dürft auch nicht böse sein, ist nämlich einfach nicht mehr erlaubt. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, die Nummer. Ne? Hallo, endlich geht's los. Ja, es tut mir ja leid. Meine Güte. Man macht was, dann macht man was und am Ende hat man was gemacht, sage ich immer, ne? Das Übliche. So, guten Tag. Hallo. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich glaube, also da, okay. Ja, ui. Mit Überleitung. Oh, Hammer. Überleitung gebaut, Chat erstmal entfernt. Kamera sieht anders aus als vorher. Mir reicht's hier langsam. Mal auf das Plus. Wir kriegen das jetzt hin. Wir machen das mit euch zusammen. Warte. Wir gehen da auf Quellen. Plus. Und dann Chatbox. Bisschen runterscrollen, glaube. Weiter. Widgets. Chatbox. Quelle hinzufügen. Oh Gott. Weiß ich nicht. Könnte zu groß sein. Oh, shit. Jetzt bin ich gespannt. Chat, macht mal euer Chat-Ding. Schreiben. Warte. Schreibt mal einer. Jetzt. Schreibt doch mal einer. Schreibt doch. Schreib! Keine Ahnung. 6 in den Chat. So. Zack. Okay. Also viel zu groß schon mal. Müssen wir abschneiden. Weißt du, wie es geht? Alt. Gedrückt halten. Machen wir kleiner. So. Unten links. Immer aufs Kochfeld hatten wir es eigentlich. Aber die Kamera war anders. War das kein Problem. Ich kümmere mich drum. Kein Stress, Leute. Ich bin da. Nee, 26 Minuten, alles gut. Wir machen jetzt Kameraeinstellungen. Warte, wir haben immer so rausgezoomt. Oh, das ist viel zu weit gezoomt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, man kann hier die Schärfe einstellen. Hallo. Ui, seht ihr das auch so? Oh, was können die Knöpfe noch? Oh, ihr seht es ja wirklich. Oh, das ist ja super unangenehm. Hallo. Nö, alles gut, du. Wie geht's wohl wieder zurück? Knopf. So, okay. Ja, ist doch gut. Ist doch top. Warte. Zack. So. Hi, na? Haben wir? Sieht doch top aus. Keine Show jetzt. Jetzt ist kaputt. Nee, Kameraqualität ist broken. Ja, das kann gut sein. Warte, es kann sein, dass wir im falschen Modus sind. Sind wir im falschen Modus? Warte. Ich glaube, kein Problem. Warte. Wir müssen in den Filmmodus. Jetzt hast du einfach nur umgestellt. Wir müssen in den... So? Nee, eins noch. Eins noch, warte. Wie viele Ingenieure braucht es, um Ingenieur zu werden? Ich glaube, der ist es, oder? Nee, jetzt ist komisch. Oh Gott. War es der oder war es der Automodus? Ich weiß es nicht. Einer von beiden ist richtig. Oh Gott. Moment mal gerade kurz, 2 Sekunden. Welche Kamera ist das denn? Ist gar kein Problem. Wir sind live. Wir wechseln die Kamera schnell. So. Happy Birthday. Vollkommen korrekt. Ja, ich habe auch gar nicht dran gedacht, dass wir eine mitgenommen haben. Gar kein Stress. Ist nicht schlimm. Kriegen wir hin. Auf welche schalten wir? Auf Paluten? Ja, okay, warte. Wir gehen auf Paluten. Okay, alles gut. So, da sind wir doch. Zack. Sag nochmal einer, wir könnten kein Streaming. Wir müssen nur Paluten scharf, was soll der Quatsch denn jetzt? Au, oh, ich hab voll ins Messer gepackt, ey. Zum Glück aber nur leicht. Oh Gott, zum Glück sind die auch alle stumpf. Also ich hab hinter mir so einen Messerkranz. Seht ihr das? Das ist ja super gefährlich, was ich auch mit meinem Kopf mache. Das ist ja sehr nah dran. Also, na, wir sind live. Ich überbrücke das gerade fachmännisch. Timo konnte das nicht anders aufbauen. Wir hatten tatsächlich die andere Kamera dabei. Plus, noch viel schlimmer, Werkzeug und alles auch. Aber wir dachten auch, wir sind eine halbe Stunde vor Stream da. Turns out, wir waren 20 Minuten nach Streamstart erst da. Also ich bin gerade reingekommen.
Ich habe kurz noch gestrollert, Hände gewaschen. Mit Urin. Wie immer. Extra Taste, hast du gerade gesagt? Alles klar. Ja, genau. Und jetzt sind wir hier. Das Übliche. Video hat ein bisschen zu lange gedauert. Wir hatten sehr nette Leute da. Das war eine gute Nummer. So. No Front am IKEA natürlich. Oh, der Chat ist jetzt so weit weg, weil ich so weit hinten bin. Ihr seht gleich, wo ich stehe. Warum wechselt denn die Cam so, Dude? Alter, ey, das ist wirklich echt, als wenn ich hier... Warum wackelt die Cam so? Ah, die, ah, wackelt. Die Cam da oben. Achso, ja, irgendwie, ja, wir haben sehr lange Querstreben gespannt. Und hier ist viel Wind, sagt Timo, ja. Das ist häufiger so. Wackelt, okay. Brille, Vielmann. Ich brauche wirklich eine Brille. Also ihr tut jetzt immer so, ihr habt mich auch schon mit Brille gesehen. Also normalerweise, wenn ich nachts fahre, aber es ist, also es ist sehr klein. Sind wir mal ganz ehrlich, ihr seid jetzt wieder alle so cool und mächtig im Chat, aber das, was jetzt tatsächlich Realität ist, ist, dass ihr, wenn ihr das jetzt machen müsstet, ne? Also wenn ihr jetzt hier so lesen müsstet, dann könnte ich euch auf jeden Fall schon sagen, ihr könntet gar nichts erkennen. Weil ihr seid nämlich die Leute, die ab Reihe 2 schon beim Augentest anfangen, irgendwelche Scheiße zu raten. 935b, obwohl da steht... Hallo. So, ich trage auch eine Brille. Mhm. Guck, ich kann es lesen jetzt. Meine Augen sind langsam eingespielt. War toll, dich auf der Edeka-Messe zu treffen. Ha. Okay. Ich sage, ich bin super awkward, aber ich glaube, das haben Leute auch schon rausgefunden, dass ich sehr merkwürdig bin in echt. Ich schwöre, ich habe irgendwie dieses Murat-Messer die ganze Zeit in meinem Rücken. Ich weiß nicht, ob es gleich echt zu Ende geht mit mir. Entweder das oder ich habe einen sehr flachen Kopf. Okay, irgendwas passiert jetzt hier. Oh, oh, er stellt um, er stellt um, er stellt was auf, er stellt was um. Vielleicht habe ich schon ein Signal. Aber ist gar kein Problem. Wenn ihr jetzt gleich sehen werdet, wo ich die ganze Zeit stand, werdet ihr verstehen, warum ich nichts lesen konnte, obwohl ihr hier direkt unter mir seid. Hier. Das Bild ist da, das heißt, die Leute können jetzt sehr natürlich meine Position sehen, in der ich jetzt hier stand. Hi, na, es geht. Ich bin hier hinten. Ja, das ist doch super geil jetzt. Besser? Merkst du diesen marginalen Unterschied, der wirklich absolut... Der marginale Unterschied von 1.500 Euro. Der 1.500 Euro Unterschied, der vor vier Jahren 1.500 Euro mehr gekostet hat. Oh, hübsche deine Ecke. Wallah, was geht? Wie geht es wohl? Ist super. Vielen Dank, Timo, fürs schnelle Umbauen. Dankeschön. Nina in der Nähe, dann Obacht mit den Messern. Ach so, ja, aber Annika ist doch eigentlich die Messerfrau. Ist jetzt auch unangenehm, dass so viele Leute jetzt dir langsam den Messerrang ablaufen, Annika. Ich hab eine Machete zu Hause. Tja, du hast eine Machete zu Hause? Ja. Also eine Andeutung auf deinen Penis, oder? Zum Kochen. Wir haben auch eine Machete hier. Nee, ich habe auch eine richtige Machete hier. Ja, ich habe auch eine für die Jagd hier. Wenn es scharf genug ist, geht für alles. Ich habe wirklich eine Machete hier, also nicht, dass jetzt jemand denkt. Die Machete? Klar, kann nicht schaden. Können wir heute gerne benutzen, habe ich kein Problem mit. Denn wir machen ja heute, für die Leute, die jetzt so lange gewartet haben, das tut mir wirklich sehr leid. Wir haben eine Machete hier, klar. Wenn jemand mal reinkommt unerwünscht, dann gibt es direkt mit der Machete in den Hals, Digga. Kartoffel-Brokkoli-Auflauf. Das hört sich so an, als wäre es auf jeden Fall uneigennützig gewesen. Von den jeweiligen Parteien, die das rausgesucht haben. Ist doch super. Ist doch ganz normal. Das ist meine Seven vs. Wild-Bewerbung. Vielen Dank, Timo. Er kämpft sich durch Dschungel. Nach 4 Stunden gibt es schon auf. Weil er sich denkt, boah... Ich habe Wasser aus dem Fluss getrunken, ich muss kacken. Das ist der neue in der 3. Staffel. Was denn? Ich finde gut, dass heute vegetarisch ist, gerne öfters. Ja, das ist die Livestream-Redaktion, nimmt diese Kritik, diese positive Kritik gerne auf. Sie schreit Buhu. Also Bu, aber auch Hu. Als ihr in Karlsruhe wart, hat man im Vlog gesehen, dass ihr in einem Hotpot-Restaurant wart. Scroll mal kurz hoch. Kann ich auch nicht hier sehen. Warum ist denn der Hype-Train hier ausgeklappt im Dings? Ja, warte mal. Hier. Hotpot-Restaurant wart. War das gut und kann man das empfehlen? Podcast hören?
Also es war ein sehr merkwürdiges Erlebnis, es ist super gut bewertet gewesen, vielleicht hatten die auch nur einen schlechten Tag, es ist Gastro, die Kellnerin war irgendwie super demotiviert und hat sogar Sachen abbestellt, bitte was? Oh, Rolly, 10er Sub-Bombe, ein bisschen Liebe in den Chat für Rolly, bitte. Rolly jetzt gerade hier und Kirsby, dankeschön für den Prime-Sub und Alex, dankeschön und danke für die Bits. Naja, ist gut. Und also Hotpot ist sehr geil, aber es war so eine fertige Suppe, wo alles schon drin war. Und das war irgendwie dann ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich zugeben. Also uns hat so geht so gemundet. So, Kartoffeln schälen, Brokkoli. Jetzt machen wir erstmal das hier kurz alles weg, weil das hier ist schon Nachtisch. Das hört sich doch verlockend wild an. Vielen Dank fürs nette Anrichten an alle Beteiligten. So. War Annika. Okay. Dann machen wir mal die Kartoffeln. Wasser zum Kochen bringen, Gemüsebrühe dazugeben, währenddessen Kartoffeln schälen, Brokkoli putzen und in Röschen schneiden. Warum? Die Kartoffeln würfeln, in Würfel schneiden, in der Brühe kochen, die Kartoffeln mit einem Schaumlöffel aus Brühe nehmen, dann die Brokkoli-Röschen in der Brühe kochen, beides in eine Auflaufform geben. Mhm. Das ist ja super easy. Wie viel denn? 180 Grad Ober-Unterhitze. Das werde ich jetzt hier richtig wegpumpen. Zack. Und wir haben dazu noch Ober-Unterhitze, 180 Grad. Ach, ist schon eingestellt. Das ist ja ein Traum. Dazu habe ich noch, wie gesagt, neue Auflaufformen. Die kann ich direkt auch mal testen. Wenn ich mir die einfach mal kurz hier rausziehe. Gucken wir mal. Sieht doch gut aus. Kleine süße Auflaufform. Gehört sich so. Atil Jerkstar, dankeschön für die 3 Monate. Endlich wieder Mittwochstream und das fast pünktlich. Ja. Fast. Ich dachte, du machst jetzt einen Tee. Hatten wir Montag erst das ganze Thema hier. Nee, kein Problem. Probier du. Mach dir gerne Tee. Gar keinen Stress. Mach einen kleinen Super Mario Hindernisparcours, den du noch überqueren musst, aber mach dir einfach. Ich glaube auch, dass du da durchkommst. Selbst wenn du nicht durchkommst, gewinnst du die Tage. So. Ich komme mit allem durch hier. So, zack. Was ist deine Meinung zu Männern mit Ohrringen? Komm mal kurz her. Warte, Kopf hier runter. Hier so hin für die Kamera. Endlich wieder mit Kochstream und das fast pünktlich kleiner als 3. Wir sind Profis, wir sind eine Produktionsfirma. Mach schnell die Kamera. Oh, guck mal. Seht ihr das Ohr? Seht ihr das hier? Hier so in dem Bereich? Nimm die Machete noch in die Hand. Das sieht ganz merkwürdig okay aus. Okay, warte. Timo, nicht bewegen jetzt. Timo, nicht bewegen. Warte. Ich will nicht. Ich probiere mit der Klinge weg von dir. Timo, wo ist dein Kopf? Das sieht viel näher aus. Hier so in dem Bereich. Das da, seht ihr? Oh Gott, das ist mir zu hart. So, okay. In dem Bereich. Finde ich okay. Finde ich okay. Gar kein Stress. Finde ich cool. Steht Timo, oder? Sag mal, 1, wenn es ihm steht, 2, wenn es ihm überhaupt nicht steht, 3, wenn er nochmal ein Messer an die Schläfe gehalten bekommen muss von mir. Chat, ihr entscheidet. Nein, Quatsch. Oh Gott, der arme Timo. Steht ihm. 1 und 3. Keiner sagt, steht dir nicht. Ja, aber das ist einfach nur, weil die alle so... Kennst du diese weirden TikToks, wo Leute mal rumgehen und dann so machen zu Leuten? So, um zu gucken, ob die... Ne? Dann so darauf anspringen. Das ist mein Chat. Wenn du auf der Gamescom rumgehen würdest und du würdest so machen bei Leuten, ja genau das. Das sind auch die Leute, die hier arbeiten. Ne, kein Stress, nimm ruhig mit, ich habe nichts zu verstecken. So. So, zack. Bam. Wie viel Gefahrenzulage musst du monatlich an deine Mitarbeiter zahlen? Was ist Gefahrenzulage für ein Wort? Das habe ich noch nie gehört. Gefahrenzulage? Du meinst... Geile Zeitzulage. So, bester Arbeitgeber EU West. Ja, das benutzen wir jetzt auf der Webseite für Bewerbungen. Willst du auch hier arbeiten? Oh Mann, oh. So. Ich schau mal, ich mach jetzt erstmal. Was denn? Sieht's besser aus, fragt Timo. Das wollte er so geheim machen, damit er, glaube ich, nicht redet, aber ich weiß auch nicht. So sieht gut aus. Arbeitsrechtlich super. Ach so, Timo hat gerade frei. Der ist aus Freude hier. Das macht er einfach gern. Was war nicht an die Schläfe?
Ich habe weit weg von dir entfernt den Leuten dein Ohr gezeigt. Also, ich finde, das ist schon mal, wenn jemand aus der Familie auch bald fragt, wenn du in der Heimat bist, was machst denn du so, kannst du denen den Twitch-Clip zeigen. Nee, macht Spaß. Zum Glück mache ich was mit Medien. Ey, aber wenigstens muss ich dann sagen, wenn du alle Fronts und Beleidigungen nimmst, dann bin ich relativ wenig im Video. Dann hast halt ein Nina-Only-Video. Die sind sehr gute Freunde. Die mögen sich sehr. Ist wirklich so. Das stimmt. Ja, ja, du magst Nina echt gern, ja. Nicht zu laut reden. Ich glaube, die ist noch da, Timo. Das geht schlecht für dich aus. Ich kann dich nicht immer beschützen. Frankfurt war knapp. Der Gerät. So, also. Können wir die Alerts leiser oder dich lauter machen? Dann machen wir doch mal die Alerts leiser. Wir haben jetzt ein paar Sachen umgestellt für unsere Convenience. Ihr seht davon gerade noch nicht allzu viel. Genau, aber das ist das Ding. Hier steht Gemüsebrühe dazugeben. Haben wir sowas überhaupt? Ja, wir haben Gemüsebrühe von Maggi. Was ist das denn für ein Konzern? Nestle heißen die. Naja, haben wir noch andere Gemüsebrühe? Gut, dann seht ihr das natürlich nicht, denn ihr unterstützt gefälligst nur mich und meine Partner Ostmann. Und dann machen wir das doch einfach mal jetzt hier kurz. Wie hat der Bergader Käse Almzeit Paprika geschmeckt? Das war ein Gaumen. Ein bisschen so aus, würde ich gerade echt sehr bemüht meine Hose aufmachen, ey. Aber so schlimm ist es noch nicht. Käse war lecker in diesem Sinne. Käse sehr lecker. Ich glaube, die Leute hier im Büro waren alle sehr traurig, weil wir Kontaktdaten nicht ausgetauscht haben. Bist du weg, Düs? Nee? Okay. Brauchst du was? Ein Tee? Irgendwas anderes? Kann ich dir was Gutes tun? Brokkoli? Ruhig rein, mach deinen Tee. Mach doch deinen Tee. Nee, ist alles gut, du gewinnst das arbeitsrechtlich auch, genau wie Timo. Alles okay, ist alles entspannt. Du hast die Alerts angepasst. Ja, wir können die auch ein bisschen über den Chat setzen mal. Ach so, das hast du eben gefragt? Ach so. Oh, ja, da habe ich nicht zugehört, bin ich ganz ehrlich. So. Zack, easy. Ah. Soll ich dir mal per Insta schreiben? Ich bin der Käsemann von der Messe. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, dass du der Käsemann von der Messe bist. Oh, warte, ich muss mal kurz hier diese Gemüsebrühe in das kochende Wasser dazugeben. Und dann Kartoffeln schneiden in der Zeit, während das aufkocht. Das ist aber schon am Kochen. Ich laber wieder zu viel. Gerne mal, ja, schreib mir das mal. Das passt, das kriegen wir hin. Mir oder Nathalie. Ansonsten, aber ich glaube, die hat kein öffentliches Profil. Weißt du, wie du es machst? Du kannst bei mir auf den Kanal gehen, YouTube-Kanal, Kanalinfo. Ach nee, stimmt gar nicht. Hier unter dem Twitch-Stream steht auch Kontakt. Da ist hier meine Kontakt-E-Mail-Adresse. Das geht dann direkt zu Nathalie. Jetzt müsst ihr anderen nicht anfangen, da hinzuschreiben. Die wird euch nicht antworten, wenn es Klamauk und Schnökes ist. So. Dankeschön, Nils, fürs verschenkte Sub. Vielen, vielen Dank. Danke für den Support. In welchem Stadtteil von Mönchengladbach zieht euer Büro? Warum sollte ich das öffentlich sagen? Da werden schon genug Leute höchstwahrscheinlich in Zukunft hinkommen, was ich derbe crazy hassen werde. Ich sag's jetzt nur schon mal dazu. Wir sind noch nicht mal umgezogen und ich weiß, dass es passieren wird. Deswegen bin ich jetzt schon, falls es irgendjemand überlegt, keine Ahnung, nur gucken kommen, wird mich schon derbe abfacken. Wer dann erwartet von mir, dass ich gute Laune habe, viele Leute wissen es auch aus der UFO-Zeit, ich werde genau das Gegenteil haben. Ich will auch nicht Hallo sagen, ich will dann auch nicht reden. Das ist wirklich so viel Scheiße zu tun den ganzen Tag, da denke ich mir immer so, das muss jetzt nicht sein, dass jemand noch irgendwie in der Einfahrt steht und dann meint, jetzt so durchs Fenster zu klopfen und zu winken. Einfach nicht dahin kommen. Ich weiß, dass alle, die jetzt zugucken, wir haben es am Montag gemerkt, jetzt schon ein bisschen älter sind, aber ey, wird der aber einfach gar keine gute Zeit werden, sage ich euch ganz ehrlich, wenn da Leute am Start sind. Wird aber eh passieren, von daher, also ich will mich auch nicht beschweren, macht euer Ding, aber ich werde es auf jeden Fall nicht feiern und nicht fühlen, weil ich kann es nachvollziehen, ich habe es damals schon gesagt, aber ich könnte es halt niemals selber machen, weil, ja, fühle den Vibe nicht. Dann gehen wir zusammen ins Stadion. Mit Heinz mache ich das natürlich. Ganz klares Ding. So.
Kartoffeln schälen, Brokkoli putzen und die Röschen abschneiden. Kartoffeln schälen erstmal jetzt, meine Güte. In was muss man das denn machen? Würfel? Würfel hört sich an, als wäre es klein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es klein sein soll. Machen wir den hier. Kartoschkis eben schälen. Oh, wir hatten so einen geilen Schäler auf der Messe. Es hat so Spaß gemacht, damit Möhren zu schälen, muss ich ehrlich sagen. Der war so richtig oldschool. Mit Heinz gehe ich auch ins Stadion. Ansonsten nicht. Fußball- oder Hockeystadion? Ach, in Gladbach kannst du in beides ganz gut reingehen. Hockey ist eine gute Nummer, muss man drauf stehen. Ich war auch damals bei ein, zwei Spielen, weil ein Kamerad ist auf jeden Fall das falsche Wort, Alter. Bitte? Nee, Kommilitone bist ja dann nur in der Uni. Da sagt man ja nicht mehr. Jemand, der in die gleiche Stufe gegangen ist wie ich. War aber nicht in meiner Klasse. Stufenfreund? Wer ist das? Der war in einer anderen Klasse einfach in meiner Stufe. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, nach wie vor oder war auf jeden Fall deutscher Hockey-Schulkollege. Ja, aus meiner Stufe. Der ist Mitschüler in der gleichen Stufe. Ach man, Alter, das ist so schwierig. Der ist im Hockey-WM-Kader. Deutsche Hockey-Nationalmannschaft spielt er, glaube ich, nach wie vor. Irgendwie so. Der war auf jeden Fall sehr gut. Wir hatten sehr viele krasse Hockeyspieler bei uns in der Stufe. Die waren immer sehr nett, muss man sagen. Auch dafür, dass sie dann danach in Profisport gegangen sind. Obwohl, Hockey hast du, glaube ich, damals nicht gut verdient. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich glaube, die haben trotzdem alle noch was gelernt. Irgendeiner von denen war im Autohaus, nämlich hat aber auch Weltmeisterschaft gespielt. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wilde Nummer. Ich will den Vlog von der Messe direkt nochmal anschauen. Hä? Ja, wild. Da, ja, ich warte immer noch auf den netten Brief von Milka. Annika sitzt ja hier. Ja, ich muss manchmal vielleicht noch mal über Vlogs drüber gucken, Annika. Ich war dann doch irritiert, dass wir Milka drin gelassen haben. Ja, nein, eigentlich hätten wir es nicht machen sollen. Ich glaube, ich war im Modus da drin. Ist ja kein Fehler. Ich hätte ja auch was sagen müssen. Ich habe es dann nur gesehen und dachte mir, oh oh, wir haben jetzt einfach öffentlich Milka gefrontet und die gefilmt. Im Video. Nee, ich glaube, ich habe einfach nur wieder zu ironisch. Ich hätte wieder Sarkasmus-Tourette und habe dann einfach nur losgelegt mit 1000 Sachen. Aber ich bin ja gar nicht so. Also, wir möchten uns formal halb entschuldigen bei Milka. War trotzdem merkwürdiger Vibe, aber ich möchte mich vor allem entschuldigen. Annika kann da gar nichts für. Aber die waren schon weird. wir glätten die Wogen mit einem Hasen. Ja, werden die Wogen wirklich nie geglättet. Das ist ein Kuhunternehmen. Warum haben die denn so Probleme damit, Hasen rauszugeben, ey? Zack, ey. Die waren nicht so fröhlich drauf wie Milka-Menschen irgendwie. Ja, ich fand das ganz spannend. Wir haben danach ganz lange darüber geredet, wie wichtig das ist, wenn man halt so eine Marke repräsentiert, dass du halt, sobald du an dem Stand stehst, ja die Marke bist, ne? Also viele von euch werden vielleicht schon mal auf irgendeiner Messe ausgeholfen haben und es ist halt super wichtig. Messe ist derbe anstrengend. Aber dass man halt wirklich zumindest in jeder Situation irgendwie fair bleibt. Also ich sag mal, den härtesten Move, den haben wir ja gar nicht mit drauf gehabt. Das war ja davor an dem Tag, als ich mit Annika unterwegs war. Da war noch ein Stand mit so Shampoo-Sachen und solchen Dingern. Darf ich das erzählen, Annika? Und dann ist Annika da rein und hat dann sich so beraten lassen. Dann hat er ihr auch ein Shampoo mitgegeben. Und das war auch so ein Dude, der hatte halt so ein leicht aufgeknüpftes Hemd, so Verkäufer seit 40 Jahren, aber Dr. Schmierolott. Und dann hatte ihr so die Hand geschüttelt und ist so super nah gekommen, so halb vors Gesicht und meinte so, ja danke, ich hoffe, ihr die Produkte gefallen Ihnen. Und sie werden da viel Spaß mit haben. Der war wie so passiv-aggressiv und guckte sie dann so an, und also war ein bisschen größer als Annika, guckte sie dann so an von oben und war so recht nah schon und guckte so auf die Nase und greift dann in seine Hosentasche. I should you not. Und sagt, hier, auch noch was für die Mitesser an der Nase. Aber mit Augenkontakt dabei. Das war wirklich, also an Unangenehmheit nicht mehr zu überbieten, die Nummer, muss man ganz ehrlich sagen. Das war wirklich, ja. Hast du benutzt mal, was er dir mitgegeben hat, die Probe? Das ist richtig schlecht für die Haut. Ach du heilige Mutter. Ja, das war wirklich super gruselig. Und Annika war auch nur da, danke. Und ist dann gegangen.
Och Manu, ey, das war wirklich super unangenehm. So, also, Kartoffeln in Würfel schneiden, in der Brühe gar kochen. So, eins, zwei, drei. Ist das ein Würfel oder ist es zu groß? Müsste gehen, oder? Also es ist wirklich nicht würfelig, es sind Halbkreise, aber passt irgendwie. Bisschen grenzüberschreitender Typ, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, diese ganzen Verkaufsleute, also ich habe sie in allen Ehren, das ist wirklich ein tougher Job. Wir haben ja auch den einen, also die Käseleute waren richtig nett, die waren richtig entspannt auch, muss man sagen. Also es gab viele Stände, da waren die richtig locker drauf, man konnte jedes Späßchen mit denen machen und ich finde, das ist auch wichtig für eine Marke, wenn das so, wenn du die so repräsentierst. Aber da waren echt ein paar so Riesenkonzerne dabei. Mein Favorite war immer noch die ganze Zeit der Nestle-Stand in der Halle, wo nie irgendeiner stand und die ganzen Leute, die da standen, wussten so, wo sie arbeiten. Und du hast denen das so richtig angesehen, dass denen das aber auch scheißegal ist. Weil läuft die Nummer. Fand ich irgendwie, ich fand es sehr erstaunlich, sagen wir es mal so. So. Du hast auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Ich kam mir ja erst vor, als würde ich Werbegeschenke verkaufen. Ja, ist ein bisschen, war ein komischer Vibe. Aber derbe interessant, war ja mein erstes Mal auf so einer Messe und ich fand es tatsächlich super spannend. So, das muss man jetzt da drin gar kochen. Och Mann, ich kann das nicht so rüber machen, das flutscht doch jetzt. Och, das muss ich jetzt voll oft machen. Wie macht man das denn klug? So, wo kann man vorbeikommen? Mit einer Schaumkelle? Nein. Aber man kann doch auch so machen mit dem Messer und das reinsliden. Klappt nicht. Oh Gott, heiß am Finger, aber auch scharf. Deswegen darf ich nicht loslassen. Gott. Ist euch eigentlich schon mal was Heißes ins Auge gespritzt? Bitte? Fett? Ja? Tut das doll weh? Weil ich habe immer Angst, dass dieser Tag kommen wird. Bis dato bin ich noch verschont geblieben. Aber irgendwann, also es spritzt ja immer so. Und wenn es ins Auge kommt, keine Ahnung, es muss ja höllisch wehtun. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Schreien? Okay. Und dann? Ins kalte Wasser halten. Auge raus und dann ins kalte Wasser. Okay. Puh. Ich fahre jetzt nach Hause, ich traue mich aber nicht mehr ins Studio. Ist gar kein Stress, das, denn Mikro hat ja eine gewisse Reichweite. Ich komme rüber. So, das geht ja bis hier. Also, die hören mich ja noch, wenn mich nicht mehr jemand hört. Dann gehe ich mal kurz rüber mit dem Messer und dann sage ich das denn vernünftig. Tschüss, wie sich das gehört. Oh, das denn? Komm her. Das denn? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, mein Mikrofon bricht gleich ab. Das könnte schon weg sein. So, zack. Ich sag jetzt gleich Tschüss. Tschüss. Ich glaube, das Signal ist schon lange abgebrochen. Was ein Dreck, ey. Och Mann, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo, hört ihr mich wieder? Also, hat alles geklappt? Bis hinten? Ja, war gut. Der hat sich in der Ecke versteckt. Der hat sich wirklich in der Ecke versteckt. Hide and Seek mal anders. Ja, Waffle Edition. Deswegen bringe ich die Videos nicht mehr auf YouTube. Dürfen wir gar nicht. So. Sind wir wieder. Das Versteck hinter der Glastüre war nicht gut. Ich habe einfach deine Beine gesehen. ist einfach bis zur Hüfte, die Glastüre frei und da stand das denn da so. Und eine Sekunde bevor ich gekommen bin, hat er einfach so gemacht und ist nach rechts gegangen. So. Ja, Glastüren irgendwie nicht so, hat nicht so funktioniert, gebe ich dir recht. Naja, gute Heimreise, bis morgen. Der Freizeitbeauftragte schlägt morgen wieder zu. Morgen ist ein guter Tag, alle außer der Freizeitbeauftragte kriegen ein Auto. Und dann gibt es noch diverse Schlüsselübergaben für die Immobilie in Mönchengladbach. Und was gibt's dann noch? Morgen ist Donnerstag. Ah, Dreck. Ja, morgen ist es nicht dann soweit. Morgen. Ja, deswegen, ja, Dustin hat recht. Deswegen ist er der Freizeitbeauftragte und nicht ich. Ich dachte, safe, heute ist Donnerstag, ne? Naja. Ich möchte übrigens mal kurz betonen. Ah, nee, das darf ich nicht öffentlich sagen. Das wäre, glaube ich, schwierig. Nee. Nee, passt schon. Passt schon. Ist nicht so schlimm. Aber es wäre eine lustige Anekdote. Ich sag mal so. Ach Mann, Timo, du kannst dir doch nicht in den Kopf stoßen. Also.
Wisst oder habt ihr mal mitbekommen, wie viele Menschen am Tag bei euch zu Hause so durch den Flur laufen? Man munkelt ja, manche Leute haben so Einblicke in den Flur und können das dann auch mal sich angucken. Und es ist tatsächlich erstaunlich, wie viele Menschen da man so, also die so definitiv nicht da wohnen, so da am Start sind. Also das ist tatsächlich super spannend, ja. Also super gruselig auch, ja. Ich hatte letztens mal, ich erzähle das einfach, ich war so zu Hause und dann waren so, hat es die ganze Zeit so gemacht bei mir in der Tür. Vor dem Einbruch, ne? So die ganze Zeit hat es geklopft und gehauen so und ich dachte mir so, ey, Alter, was ist denn jetzt los? So und dann war ich mit Cookie zu Hause, ne? Cookie gebellt und geknurrt. Da dachte ich mir so, hä? Trotzdem, irgendwas hat nicht aufgehört und haben so zwei Dudes so vor der Türe die ganze Zeit laut geredet. Dann dachte ich mir, okay, drauf geschissen. Die Tür so ganz leicht geöffnet, also wirklich so ein Spalt, Fuß direkt hinter, mit Schuh angezogen, Fuß direkt hinter, falls irgendwas passiert, ich bin sowieso voll paranoid. So, dann haben sie geguckt und dann waren das so einfach zwei Hilfsorganisations-Dudes, die meinten so, hallo, ja, können Sie die Türe weiter aufmachen? Wir wollen mit Ihnen darüber reden, wie man spenden. Und dann habe ich halt so gesagt, Digga, es ist so fucking Samstag, ich habe einen Kater und jetzt sind hier so Leute, habe ich gesagt, weg! Und habe einfach die Türe zugeknallt. So, und dann standen die vor der Tür und meinten so, was für ein Hurensohn, wie kann man so ein Hurensohn sein, wir machen Sachen für einen guten Zweck, wie kann man so ein Wichser sein? Und dann sind die so übelst ausgerastet und dann sind die so zu meinen Nachbarn und dann habe ich gehört, wie es da wieder so, aber wirklich so Viertelstunde, bis jemand aufgemacht hat, geklingelt, geklopft, geklingelt, so übertrieben penetrant und dann auch das Gleiche, so, der auch aufgemacht war, so, was? So, weißt du, so mittags so und dann so, nein, was wollen Sie hier, wie sind Sie überhaupt ins Haus gekommen? Batz, Türe zugeknallt, wieder das Gleiche. Was für Wichser, was soll die Scheiße? Man will hier nur was für einen guten Zweck machen. Und dachte ich mir so, entschuldige mal. So, du kommst einfach random irgendwo rein. Wie ist denn deine Erwartungshaltung? So, wenn du abgelehnt wirst, alright, du machst halt einen guten Zweck. So, I get it. Finde ich auch lobenswert, dass es so Leute gibt, bin ich ganz ehrlich. Aber du kannst doch nicht so überreagieren und dann Leute vor ihrer Haustüre beleidigen, wenn du schon nicht mal im Haus sein solltest und darfst auch eigentlich gar nicht so. Und dann dachte ich mir auch echt, und es ging dann wirklich so durch das ganze Haus weiter, die ganze Zeit hat es Geschrei gegeben, Beleidigung, und das ging wirklich 2-3 Stunden, hat aber auch keiner mal die Polizei gerufen, weil ich dachte mir, ja, ich bin ja jetzt eh durch mit der Nummer, aber das passiert wirklich häufiger, in mehreren, hier, Kölner Häusern, das ist wirklich wild, muss ich sagen, also super crazy, und auch gar kein Schamgefühl, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, muss ich sagen, so, naja. So Leute sind der Grund, warum ich die Tür nicht öffne, wenn ich niemanden erwarte. Also, ich mache nichts zu Hause. Ich schlafe da, ne? Also wie gesagt, bei uns ist eingebrochen worden. Da ist nichts geklaut worden, weil da nichts ist. Also ich weiß nicht, wie oft ich das schon in einem Stream gesagt habe. So, keine Ahnung. Auch höchstwahrscheinlich die Einbrecher haben sich gedacht, Digga, wurde da gerade eingebrochen. Also ich schaffe am Sonntag dann mal aufräumen. Und ansonsten, Clara ist auch nur unterwegs. Die arbeitet sonntags auch noch dann den kompletten Tag in einem Stall. So als Aushilfe. Nebenbei hier, Deckel auf die Kartoffeln. Nö, das muss doch brutzeln. Dann kann die Brühe ein bisschen reduzieren. Das ist gut. Das wird eine starke, kräftige Brühe. Nee, und dann deswegen. Also ich habe alles so, ich lasse mir alles immer, ich bin immer im Büro. So. Also die meiste Zeit zumindest und da, keine Ahnung, ich finde da halt auch statt, so nicht so zu Hause. Bei uns im Haus hat ein Obdachloser rumgeklingelt und weil niemand aufmachte, hat er in unseren Flur gepinkelt. Ja, das passiert in Köln jede Woche. Ja, das passiert wirklich jede Woche. Klingeln wir bei uns die Leute mit Telekom-Verträgen? Achso, ja, ich erwarte auch nichts zu Hause. Deswegen, also ich öffne generell nie die Türe. Nur das war so penetrant, ich dachte irgendwie, es brennt oder so. Deswegen habe ich auch nur die Türe so leicht aufgemacht, weil ich mir dachte, Digga, was ist los? Die Brühe soll ihr auf die Hälfte reduzieren. Das stimmt. Bei Sally wurde auch eingebrochen, ist da ein Zusammenhang? Na, es waren schon Unterschiede. Bei Sally war halt das Büro dran, ne? Schon, also, ja. Silicon Valley wurde 2 Wochen bevor bei mir zu Hause eingebrochen wurde, ja. Hat Murat Stories gemacht. Also ich habe auch nicht mehr gesehen als ihr, aber die haben, glaube ich, den Safe aus dem Geschäftsführerbüro rausgenommen, in so ein Dings geschliffen, in so einen Raum und haben da probiert, mit einer Fräse den zu öffnen. Das hat nicht funktioniert und sind dann auch schon wieder weg. Aber die haben halt viel verwüstet. Das war halt bei uns aushaltbar, alles zum Glück. Aber geil ist nicht, also bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da ein Zusammenhang war. Ich glaube auch, bin ich auch ehrlich, dass es bei Sally auch nicht auf Sally abgezielt hat. Das sah auch so aus, als wären es so Wertgegenstände,
orientierte Leute gewesen, sonst wäre auch der Safe nicht so in Mitleidenschaft gezogen, weil wo sieht man diesen Safe? Also, ne, das war schon sehr gezielt, Schubladen auf und sowas, Rechner und sowas standen ja auch, glaube ich, alle noch da und wurden nicht mitgenommen, weil kannst halt direkt sperren und tracken lassen. Ja. Du brauchst die Brühe noch für den Brokkoli. Leute, ich habe das sowas von im Griff, das ist insane. Das ist wirklich Wahnsinn. So, Zwiebel kann ich schon mal schneiden, aber Brühe nicht verkochen lassen. Ja, ja, das wird gut. Vertraut mir. Ich mache den Brokkoli-Hack 9000 und dann wird es eine gute Zeit für uns alle. Alles super. Hallo Sophie. Ich habe gesehen, du warst im Electric Callboy-Video. Wie man da reinkommt? Frag Sophia. Timo würde sich auch den zweiten Nippel piercen lassen. Falls du Kontakte hast, er macht das auch fürs nächste Video. Sie war die Lok... Nee, du warst im Bistro der Lok. Guck. Jo, mehr habe ich auch nicht gesehen. Weil ansonsten höre ich ja keine Musik. Ich habe das aufgehört mit den Gefühlen. Deswegen, ich kriege nur noch Infos mit. Ich mache das klar. Sehr gut. Sehr gut. Timo zeigt einen Daumen nach oben. Nächstes Electric Callboy Musikvideo. Erstmal, egal wer Single ist aus der Band, Nina hat Dips. Das ist momentan die Regelung hier im Büro. Na, liegt auf egal wer. Single ist gerade zur Zeit, Nina hat Dips. Und als zweites ist Timo dann dabei für Nibble Piercing im nächsten Musikvideo. Jungs, machen wir klar. Sophie ist die Spaghetti-Tante. Sehr gut. Die Zwiebel schenke ich mir. Warum? Zwiebel ist meistens das Beste. Außer man verträgt es nicht. Dann ist es das Schlechteste. Aber ich hatte heute während unseres Videos, was wir gedreht haben, einen leckeren, selbstgemachten Kombucha. Kombucha heißt das, ne? Diese Bakterienkultur, die so ist wie eine Limo, die aber super gut ist auch für deinen Magen. Annika kennt das bestimmt. Die ist ja so Ernährungswissenschaftlerin. Kombucha? Diese Pilzkulturen, das ist so so eine Hefe-Limo-Pilzkultur. Das setzt du ganz lange an und dann ist es so ein natürliche... Ich kann keine Farben hören. Blau. Nina, sorry, da ist keiner Single. Ach, kriegen wir schon hin. So. Jetzt fädeln wir schon ein. So. Zack. Und so. Ich glaube, man muss die Zwiebeln klein machen. Ich habe natürlich wieder nicht gelesen. Aber ist keine Sorge, im Zweifelsfall kann ich immer Annika blamen. Heute wird es ein bisschen schwieriger, weil sie sitzt dabei. Und dann kriege ich es wahrscheinlich nochmal auf den Deckel. Aber ich habe ja die Machete. Ich fühle mich sicher, wenn ich Anschuldigungen mache heute. Das mit der Machete ist keine Chance. Bei Gott, probier Dankeschön doch. Dankeschön für die tollen Streams. Macht immer gute Laune, Freddy Love. In diesem Büro wurden schon einige Streitigkeiten gelöst mit der Machete. Freddy, wo ist der eine oder der andere Mitarbeiter? Ja, frag doch nicht. Es wurde geregelt. Mach die DNA-Spur auf bei der Machete. Alle weg. So. Zack. Damit die unsauberste Zwiebelleistung, die ich seit langem erbracht habe. Ellie Woods, Dankeschön für die 2 Monate. Danke für die tollen Streams. Macht immer gute Laune. Ja, also wir haben. Ich habe ja schon seit langem eine Idee. Wir haben ja Dienstag streamfrei. Und ich halte ja gerne mein Leben so auf einer Frequenz, die extrem ungesund ist und die mich höchstwahrscheinlich mit 35 in irgendeine Klinik bringt. Dementsprechend dachte ich mir, Dienstag ist ja momentan noch kein Stream, aber wir wollen das ja immer weiter ausbauen. Wie wäre es denn mit dem Bug-Dienstag? Auch morgens. Bug-Di. Ja, mit dem Bug-Di. Also schön morgens kleinen Bug-Stream. Auch so 2 Stündchen. Das wäre doch mal was, oder? Weil das sind alles Sachen... Wenn ich auch mal nicht da bin und wir machen so Ersatz oder wie nennt man, Sturmfrei-Formate, wo der Herr Sturm nicht da ist, so, dann ist doch dann gut. Ist doch dann gut. So, Backdienstag sehe ich zum Beispiel immer Annika. Du hast einmal einen Erdbeerkuchen für jemand anders gemacht? Der kam nicht so gut an. Ist die besagte Person von dem Erdbeerkuchen vielleicht gerade in diesem Raum, kann das sein? Ja. Ja. Du hast noch das Mikrofon an? Ja, mach mal Mikrofon an, weil sonst muss ich immer die letzten Sätze wiederholen. Ist gar kein Problem. Können wir denn noch mal kurz das Feedback von dem besagten Erdbeerkuchen einholen? Wir haben ja besagte Person hier, die es hier gehen könnte. Also gar kein Stress. Beweg mal das Mikrofon, es wird nur noch Horror. Also, du hast dir Mühe gegeben.
Also, was war denn das Problem am Erdbeerkuchen? Ja, also der Teig war halt noch roh. Der Teig war roh, ja, ja, da können wir dran arbeiten. Aber ist doch super auch für dich, um mal einfach als Aushilfe für so ein... Weil die Glasur nicht so fest genug war, hat er da Stärke reingemischt. Oh. Und insgesamt geschmacklich eher so bis 5? Ja, dann nach Stärke dann geschmeckt, ne? Ja. Ist das was Schlechtes, fragen jetzt die einen. Ja, die Erdbeeren, ja, sind lecker. Okay, ja, gut, okay. Also von 0 bis 5, was sagst du? Von 0 bis 5, was sagst du, was war es so? Also für die Mühe 5 von 5. Und geschmacklich? Geschmacklich? Ja. Ja, okay, super, haben wir das. Stärke im Tortenguss. Ja, es sind die Leute aus Mitteldeutschland, die auch... Ja, du kannst jetzt nicht einfach Simone sagen. Es ist überhaupt kein Simone-Kontext hier in dem Stream drin. Wer ist denn jetzt Simone auf einmal, fragen sich die Leute hier. Die gucken nicht die Stefan und John Videos, nee. Nicht jeder guckt Simone von der Weser. So wie wir intensiv. Koch-Channel Number One. Gut. Schö, hau rein. Vergessen Sie nicht zu essen. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Nina, wir haben leider noch schlechte Nachrichten. Von jemandem, der das letzte Electric Callboy-Video mitgedreht hat. Jemand ist hier im Chat dabei, der war beim letzten Electric Callboy-Videodreh mit dabei. Ist keiner Single. Ist nicht schlimm. Also, sie sagt, es ist nicht schlimm, aber es kullert eine Träne. Du, dafür sind wir da hier. Gar kein Stress. Falls noch jemand was anderes wissen will, Manu Diao, die Leute sind in vielen Musikvideos dabei, ne? Wir kriegen das hin. Tschö! Tolle Unterhaltung, während ich Eier färbe. Das macht hier keiner, ne? Normalerweise ist Annika doch unsere Normalleben-Beauftragte. Ja, aber du bist doch hier, du machst Weihnachtskränze, Herbstschmuck. Warum machen wir keine Ostereiersuche? Ja, soll ich das machen für uns im Büro? Soll ich das organisieren? Ja, Ostereiersuche auf jeden Fall. Was passiert jetzt? Jetzt kommt Nina wieder. Eier bemalen, ausblasen. Ja. Warte mal, du kannst nicht einfach ganz viel reden, ohne Mikrofon zu haben. Dann komm wenigstens kurz rein doch, und erklär. Doch, das ist hier an. Ach, das ist an, okay. Okay, also, es gibt in Köln ein Sprichwort. Wenn jemand ins Mikro. Ja. Ach so. Wenn jemand richtig scheiße aussieht, dann sagt man zu dem, du siehst aus wie ein Ussjeblase-Ei. Scheiße nämlich. Viel Spaß beim Eier ausblasen. Ich freue mich schon, wenn wir bald gefärbte Eier hier hängen haben. Wie hängen? Wir machen eine Suche. Oh ja! Wir machen eine Außereiersuche. Was machst du, Timo, mit dem Edding und dem Ei da, Alter? Weil der steht hier die ganze Zeit wie so ein Psycho. Was ist denn mit dir? Das sieht jetzt aus wie ein blutendes Ei, Mann. Ich will kein Ekelei hier haben. Was willst denn du von mir? Ich will kein gefärbtes Ei von dir, Timo. Man hört die anderen nicht. Ja, man hört nichts. Ich hab auch gesagt, das ist nicht offen, aber es ist auch egal. Mikro ist aus oder sehr leise. Habt ihr verstanden, was sie gesagt hat? In Köln sagt man zu jemandem, der nicht gut aussieht, du siehst aus wie eine ussjeblasenes Ei. Nämlich scheiße. Ich weiß nicht, Timo, warum das jetzt ein schlechtes Ei sein sollte, wenn es ausgeblasen ist. Könntest du mir das näher erläutern? Weil es sieht ja aus wie vorher, ist sogar noch bemalt. Oder ein ausgeblasenes Ei ist doch eigentlich schöner. Oder irre ich mich? Was? Ein ausgeblasenes Ei, ne? Ja. Das wird doch ja dann noch bemalt. Ja. Ist doch schöner als ein normales Ei. Das ist voll die beschissene Redewendung. Also, ja, aber ich glaube, das, was so scheiße aussieht, ist das, was man rausbläst. Ja, aber das isst man ja auch. Du sagst ja, ja auch nicht jeden Morgen Rührei-Fresse zu irgendwem. Ja, hast du mal gesehen, wie das aussieht, wenn man das so da rauskotzt? Ja. Freddy, was steht heute an? Ich weiß es selber nicht mehr. Ich bin auch einfach nur da. Kommt darauf an, wer das Ei bemalt. Ja, wenn Annika die Eier macht, dann ist gut. Also, Chat, wir machen es mit euch zusammen. Ihr könnt jetzt hier unseren ersten Annual, den wir jetzt jedes Jahr machen werden, weil Annika ist unsere Normalleben... Wir können auch einen Eier-Bemal-Stream machen zusammen. Ja, können wir auch machen. Anstatt Podcast morgen. So, Podcast gibt es diese Woche nicht, aber dafür einen Eier-Anmal-Stream. Alle freuen sich. Also, wir machen 5 Eier, 6 Eier. Das ist eine Packung. 6 Eier, okay. In diesen 6 Eiern sind 6 Gewinne. Okay? 6 Gewinne. Dann haben wir Vlog-Content nämlich. 6 Gewinne. Ja, wenn du es hinkriegst, diese Woche noch, klar. Also 6 Eier. Und in den 6 Eiern sind 6 Gewinne. Weil dann kann fast jeder was gewinnen. Man darf aber auch doppelt gewinnen. Hättest du.
in jedem Ei ein Gewinn. Also so ausblasen, dass man unten so ein kleines Papier reinmachen kann, das Ei knacken kann, weißt du? Und dann hat man so einen kleinen Zettel. Jetzt, ja, das ist jetzt die Frage, Chat. Wir brauchen 6 Sachen, die die Leute hier gewinnen können, die wir auf den Zettel schreiben können. Also es kann vom Gutschein bis hin zu Geld natürlich gehen. Ja, natürlich ist es weniger Eier als Mitarbeiter. Es ist ja eine Challenge. Stell mal vor. Nee. Ich verstecke die Eier dann. Ich verstecke die Eier. Weil ihr als Mitarbeiter, ihr werdet ja dann suchen müssen. Klar. Also, eine Gehaltserhöhung. PS5, übertreib halt. Eine Woche Urlaub. Wir kriegen jetzt schon Urlaubstage nicht so richtig hin. Vielleicht nicht extra Urlaubstage. Gehaltskürzung als Niete. Ist in einem drin. Okay. Ein Kochduell gegen mich. Also im Stream oder was? Ja? Doch, Nina. Steht doch im Kalender. Aber letzte Woche festgelegt. Okay. Eine Kiste Mio. Okay, das kriegen wir hin. Das gebe ich meinen Leuten gerne mit. Wir haben nur 52 Stück noch. Eine Woche Mittagessen ausgegeben bekommen. Okay, also wer schreibt mit? Schreibst du auf? Okay, also wir haben eine Woche Mittagessen ausgegeben bekommen. Also eine Arbeitswoche, wohlbemerkt. Montag bis Freitag. Ja, dass ihr Dienstag bis Freitag arbeitet, ist euer Problem. Ein Milka-Hase. Also den haben wir so schnell nicht hier. Vielleicht wäre es uncool. Ich mache mache ich 100 Euro. Annika bläst die Eier aus und bemalt sie noch. Klar, die ist ja die beste Malerin hier. In eins kommt 5 Euro, dann haben wir 3 Stück. Dann haben wir einen hohen Geldpreis, einen trotzdem noch guten. Einmal mein Gewürz, aber nur das Gewürz selber ohne Verpackung, sodass, wenn du es öffnest, du einfach Paprika und den ganzen Spaß in dein Gesicht geschleudert kriegst. Oh, der ist gut. Der ist tatsächlich gut. Nee, das Gewürz machen wir nicht. Das Gewürz machen wir nicht, das ist Quatsch. Wir machen einen Tag Kontrolle über mein Social-Media-Profil, über Instagram. Darf die Person dann machen, einen Tag lang. Da gibt es ein bisschen Fuß-Content dann. Finde ich gut. Okay. Ach du Scheiße, das ist hart. Da sind schon die 100 Euro sind sogar schlechter als einen Tag Social-Media-Profil-Kontrolle. Darf wirklich jeder bekommen, außer Dustin. Dann ist das der ganze Thema hier ist hinüber, Leute, sage ich euch. Ein Massagegutschein zur Erholung. Das ist nicht so teuer. Massagegutschein kostet 20 Euro, ne? Aber wenn wir eine schlechte Massage einfach noch geben. Eine Massagegutschein, ja. Okay, dann haben wir 5, ne? Wir brauchen noch eins, Leute. Ein Abendessen mit dem freundlichen Messetypen. Der Käsemann. Ein Abendessen mit dem Käsemann. Ja, komm, wir machen es so. Und dann gibt es noch einen Gutschein für ein Abendessen für 2. Genau. Und das geht auf mich. Haben wir noch gute Sachen. Ist alles sehr teuer, ne? Was soll denn die Scheiße? Das kriegen wir nie wieder durch den Vlog zurück. Wo kriegen wir denn da 5 Euro oder so, kommt bei so einem Vlog-Klick raus. Am Ende. Eigenes Video auf dem Hauptkanal ist ein bisschen zu krass. Also Instagram-Stories für einen Tag ist schon okay. Und ich bin plus 1 dann, ja? Wo denn? Bei was möchtest du plus 1 sein? Beim Abendessen? Ein Abendessen mit Luna. Voll gerne. Ja, ich glaube auch. Also bei mir, bei den Leuten hier bist du gut in den... hast du gutes Standing, Luna? Da würden sich alle freuen. Ein gutes Abendessen mit Luna. Kleine Date Night. Voll, sagt Annika sogar. Oh, Daily Puruna, ey. Direkt Shipping Name. So. Oh. Nicht abwerben. So. Manchen Influencer muss man es ja dazu sagen. So. wenn Clara das Essen zieht, freut sie sich bestimmt. Das stimmt, ja. Wann machen wir das denn jetzt? Freitagabend? Freitagabend, okay. Das heißt, morgen ist dann Vorbereitungszeit.
und Freitagabend. Aber geht denn Freitagabend, weil dann können wir über den Tag hinweg schon die ganze Zeit suchen oder versteckst du dann, wenn wir da sind? Nee, also ich lasse euch vor der Türe und dann verstecke ich. Ich habe erst noch eine Besichtigung. Wartet ihr so lange auf mich? Ja, wir fangen doch erst. Wir haben doch Freitag, fangen wir doch Martini-Freitag, fangen wir doch sowieso immer erst um 18 Uhr oder so an. Ja, ich habe die um 17 Uhr. Du hast die um 17 Uhr? Mhm. Ja, kannst mich mal. So. Dann sage ich die ab. Wenn du wieder. Dann sage ich die ab. Es geht um immerhin ein Essen mit Luna. So. Man muss Prioritäten Man setzen. Man muss Prioritäten setzen. Richtig. Also genau, es gibt ein Abendessen zu zweit. Kann sein, dass Luna vorbeischaut. Luna hat auch so wilde Outfits. Nee, wir machen Abendessen zu zweit und die Person, die es gewinnt, die wird angezogen. Das Outfit des Abends kommt von Luna. Die hat nämlich so wilde Sachen. Erstmal, als ich Luna getroffen habe bei Julian Bam Party, da hatte die hier so eine Hose, die war so hier. Also ich habe halt ich habe so einen Melonenkörper, deswegen ist es schwierig an mir, das zu zeigen. Das war so hier, dann war hier so offen, weil Luna hat halt so, im Gegensatz zu mir, eine Hüfte. So Hüfte, dann so, und das war wie so eine Schere, so. So, und das, so Timo gewinnt das zum Beispiel, sehe ich den drin, bin ich ehrlich. Hose war crazy. Darf ich mein Netzhemd anziehen? Bitte? Ob ich mein Netzhemd tragen darf? Du darfst auch dein, du darfst tragen, was du möchtest, aber Luna muss es dann bestätigen. Alter, das ist ja so dumm. Alter, Essen ist ja mindestens 80 Euro, 100 Euro nochmal sind dann 180 Euro, 5 Euro dazu sind 185 Euro. Was haben wir noch für eine kranke Scheiße? Massagegutscheine, da sind wir bei 200 Euro. Was ist das denn für eine dumme Idee gewesen, Chat? Mach mal einer hier Subbombe, das muss ich ja irgendwie finanzieren. Also das kann ich ja wirklich nicht. Woher soll ich es denn ziehen? Ich ziehe in 3 Wochen um hier mit dem Laden mit 300 Quadratmeter auf 800 Quadratmeter. Das wird so teuer. Woher soll es kommen, frage ich. Das sind dir deine Mitarbeiter wert. Die sind mir viel wert. Das stimmt. Ja, wäre doof, wenn es dein Geld ist. Das ist auch ein bisschen merkwürdig jetzt dann, Timo. Meine Mitarbeiter sind mir das wert. Vor allem zukünftige Mitarbeiter, die ich vielleicht irgendwann mal im Vertrieb brauche, die vielleicht vorher Käse verkauft haben. Nein, Quatsch. Also nein, das war ein Quatsch mit den Subbomben. Aber vielen Dank, der eine unter vielen. Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Und Atje, danke auch schön auch für dich, für deine Subs. Ein bisschen Liebe in den Chat für die Subs, die ihr gerade geschenkt bekommen habt. Von der Steuer absetzen. Stimmt, ist ja im Video. Passt. Steuerlich absetzbar, ja. Suchst du einen Massagegutschein raus, Annika? Sehr günstig, bitte. Ja. Da muss auf jeden Fall im Namen des Massageplaces muss Oase mit drin stehen. Ansonsten ist mir das zu teuer. Kayvan, danke schön für die verschenkt. Ein bisschen, bitte? Massageoase. Gibt's eine? Voodoo Ogu. Sehr geil, dankeschön. Ein bisschen Freddy Love, ein bisschen Freddy Liebe bitte in den Chat, Leute. Ihr habt gerade Subs geschenkt bekommen, bitte. Massage-Oase, Erotikdienst. Oh mein Gott, lass das bitte machen. Jemand kriegt eine Erotikmassage geschenkt. Oh mein fucking Gott, wie lustig. Ich habe 2 von euch gerade hier. Wenn ihr Erotikmassage geschenkt bekommen würdet. 4,9 Sterne. 4,9 Sterne, Timo? Was ist das für ein Blick? Oh, 4,9 Sterne Erotikmassage. Nix fragen, Happy End. Das passiert. Die Frage ist da eher, wer ist danach happy? Ja, nicht sein. Warum bist du danach nicht happy? Du weißt doch gar nicht, was sie erwarten wird. Ich würde verzichten. Ich würde es weiterschenken. Weiterschenken? Ja, ich glaube schon. An wen denn? Dich. Also ich weiß nicht, ob ich annehmen würde, aber ich würde so kurz überlegen, muss vielleicht so Freundin fragen und dann geht auch als Paar so, kann man erweitern. Oh Mann, ey. Dann liegst du da und hast intensiven Augenkontakt mit deinem Partner oder was, während der andere gerade von dem Masseur oder was angefasst wird. Ja, man muss dir auch mal was gönnen, Alter. Was ist denn jetzt so? Okay. Also, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte letztens, ich darf nicht erwähnen, mit wem, aber ich hatte letztens eine tiefführende Debatte in meinem Freundeskreis. Wenn, und ich weiß nicht, ob, gerade bei dir, Timo, weiß ich noch nicht, ob es passiert ist, aber wenn ihr die Möglichkeit hättet, auf so eine KitKat-Party zu gehen, würdet ihr das wahrnehmen oder nicht? Warum denn bei mir? Ja, weil du Netzhemden trägst, Alter. Als der hier angefangen hat, hat er gesagt, ja, ich freue mich voll, ich wollte immer schon mal im YouTube-Ding arbeiten. Ich habe letzte Woche Revi im Netzhemd gesehen und den dann begrüßt. Das fand der komisch, weil ich habe ein Nippelpiercing. Das waren deine ersten Worte, als du 4 Meter durch diese Tür gegangen bist, Timo. Warum gucke ich wohl dich dabei an, Alter? Was ist eine KitKat-Party? Ja, es ist halt Feiern zu Elektromucke und ist so ein bisschen kinky.
Also, da wird schon gebumst in so einzelnen Räumen. Bitte gib Google, was? Bitte gib Erotikmassage auf Google Bilder ein. Nein, das machen wir jetzt nicht zusammen hier. Nee, ich möchte nicht. Timo hat die Verfügungsgewalt über diesen Bildschirm. Das ist das größte Problem. Ich kann hier nichts tun. Aber ich möchte es wirklich auch nicht sehen gerade. Oh. Ja, also würdest du machen, Timo? Nee. Nee? Nee. Also nicht da mitmachen. Das ist ja keine Orgie. Hm. Das ist ja schon was anderes. Nicht da mitmachen, aber mal gucken gehen. Nicht regelmäßig hin. Weiß ich nicht. Ich glaube, mit diesem Gedanken müsste ich mich erst eine Zeit lang beschäftigen. Hm? Ob ich das machen würde oder nicht. Mhm. Also so eine Art Tocke-Antwort aus dem Bauch heraus wäre erstmal nein. Hm. Aber nein kann auch immer noch ein klares Vielleicht werden. Okay. Ja, ich habe gesagt, mich würde es schon mal interessieren. Also wenn du jetzt noch jung bist, so, also mit 50 möchte ich ja nicht mehr drin stehen. Aber auch nur, wenn es cool ist für alle Parteien, die zum Beispiel in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Sehr gut, dann habe ich schon mal eine wichtige Partei in meinem Leben unter Dach und Fach. KitKat-Partys sind mega. Ich weiß auch, dass Leute haben damals zwei Tomate gehört, die im KitKat-Club gearbeitet haben. Also ich weiß, dass ich weiß nicht, ob die Personen noch da sind, es waren zwei Stück, die haben da gearbeitet, vielleicht tun sie es auch nicht mehr, aber die haben uns auf jeden Fall regelmäßig geschrieben und uns eingeladen, weil die uns mal eingeladen haben, da unseren ersten Podcast-Live-Auftritt zu machen, vor so einem ganz kleinen Publikum, so 50 Leute in Berlin. Und wir fanden es derbe funny, weil danach im Anschluss sollte eine Fete sein. Fischi war mal dort, I know. Die ist auch regelmäßig im Bootshaus, soweit ich weiß. Ja, Bootshaus macht inzwischen auch KitKat-Partys, ja. Und ein Kollege von mir hat auch so ein Event, wo zumindest ein Darkroom ist, aber da weiß ich nicht. Aber keine Ahnung, wisst ihr aber, was ich meine? So, irgendwie denke ich mir so, ja, ich muss jetzt nicht hier irgendwie gekreuzigt, in so ein Andreaskreuz gekettet werden und habe dann einen heftigen Abend an der Wand und kann mir das alles angucken. Aber so irgendwie da mal reinzuschnuppern, bin nur ich das jetzt? Ist das also, nur so ein Sündenthema? Weißt du, so, was ich, glaube ich, erstmal machen würde? Ich glaube, ich würde erstmal gucken, ob es Dokumentation darüber gibt und mir nee, das also, so pre-angucken. Nee, glaube ich nicht. Da sind Leute ja schon privat und Handys werden meistens abgenommen oder zugeklebt. Aber ich möchte es jetzt nur noch mal kurz betonen. Ich möchte es halt nicht machen, um da zu bumsen. Ich will das einfach nur mal. Ich kann mir das nämlich nicht vorstellen, weil da bin ich nämlich auch zu unschuldig für. Also ich habe Leute schon im Club bumsen sehen, bei weirden Veranstaltungen, safe, aber auf der Skalierung, wie das angeblich da abgeht, I don't know. Aber ich würde es zum Beispiel auch nur machen, wenn Clara damit fein wäre oder mitkommen würde. Aber auch nicht, um da zu bumsen, sondern einfach mal zu gucken, weil nur ich weiß, schauen, die hätte da, glaube ich, keinen Bock drauf. Ja. So. Aber irgendwie denke ich mir so, keine Ahnung, zumindest mal gucken. Ich kenne da nur die Storys von Revi. Hm. Kennst du diese Zusammenschnitte, der das mal im Podcast erzählt? Ja. Der meinte, der war mal auf so einer Fete und dann kam so ein Dude aus dem Darkroom mit so Querlatte auf, keine Ahnung, 3:15 und meinte so, ey Revi, ich habe früher mal deine Minecraft-Videos geguckt und ging dann so raus, zwei Schritte. Und dann meinte er, das ist übrigens meine Freundin und die ist dann so in einem kompletten Lack- und Lederanzug an so einer Leine mit so einem Ball im Mund dann aus diesem Zimmer rausgekrochen gekommen. Wo gerade die heftigste Zusammenkunft von Menschenfleisch am Start war. Was ich dann auch irgendwie so, weiß ich nicht, ob ich das erleben will. Wisst ihr, was ich meine? So, I don't know. Ja, jetzt so im Nachhinein, ich glaube, zum Gucken wäre es mal interessant, aber ja. Halt, wie du schon sagst, nicht zum Bumsen. Ja, genau. Safe, genau. Also wirklich einzig und allein aus der Intention. Massage, oh, sagt keine. Scheiße. Fantreffen können wir auch mal machen da. Sehen wir uns dann. Nächstes Mod-Essen wird ein bisschen merkwürdiger, Leute. Aber Luna kleidet uns an. Und Freddy macht Show. Freddy macht Show. Ist ja so. Dann stehst du da wie ein Spanner und guckst nur zu. Ich glaube, ihr versteht das falsch. Das ist keine Orgie. Da bumst nicht jeder mit jedem und dann geht's da irgendwie los. Sondern man kann auch ganz normal da feiern. Es besteht halt nur die Möglichkeit, dass man es besteht die Möglichkeit, ja. Also da ist, glaube ich, sehr viel offen für alle. Aber da habe ich zum Beispiel auch gar keinen Bock drauf, weil ich, keine Ahnung, ich habe, nee. Also, ich bin kein Mann für eine Nacht, wallah. Will ich auch gar nicht. Deswegen, also, ich bin happy. Ich, wie gesagt, würde es auch mit meiner Partnerin machen. Ich glaube, sie hat keinen Bock drauf. Wir haben auch gar nicht drüber geredet, tatsächlich. Wenn ich von Luna Klamotten kriege, bin ich dabei. Nils, Timo, ich, wir machen das. Wir ziehen durch einfach. Wir haben dann einen awkward Abend in der Ecke. Alle in so ein Netzhemd. So. Schön hier. Schöner Schwanz. Schöner Penis. Was wir machen konnten, ja.
Das Neptunbad kenne ich in Köln, ja, sehr gut. 47 Euro die Massage noch. Ja gut, dann legen wir da los. Komm, jetzt für meine Mitarbeiter nur das Beste. Können wir denn dann noch ein geheimes siebtes Ei machen, wo die Erotikmassage drin ist? Ich will einfach nur den Gesichtsausdruck sehen. Ich muss ja nicht mal eins kaufen. Wir können nur einen Gutschein schreiben, mal gucken, ob es jemand dann im Geheimen zu mir kommt und dann die Person, die den Gutschein kriegt, doch noch sagt so, hey, könntest du vielleicht mal, könntest du das einfach mal einlösen? Dann muss ich hier jemandem so einen Erotikmassage-Gutschein buchen. Was sagt die Buchhaltung dazu, wenn du einfach so ein Erotik... Du, es ist, man kann viel absetzen, Timo. Ich muss nur eine Story machen, dann funktioniert das schon. Kennst du das nicht? Meine Tank-Stories? Oh, heute mal wieder getankt, einfach privat unterwegs. So, ich habe einfach noch Wasser reingeschüttet. Naja, weil jetzt Brokkoli ankocht, Tipp, nicht den Brokkoli vorher abschneiden, sondern einfach so machen. Hat nicht geklappt, der Topf ist viel zu flach. Ich schneide ein paar ab, die da nicht reinpassen. So. Das Messer ist scharf, ja. Im Vergleich zu manch anderen schärfe ich ab und an meine Messer. Aber auch nur manchmal. So. Soße, Zwiebeln würfeln, in der Margarine glasig braten, Mehl drüber streuen, eine Weile bräunen lassen. Was? Was? Dann das Mehl drüber streuen, bräunen lassen, einen halben Liter von der Gemüsebrühe in die Kartoffeln, in der Kartoffeln Brokkoli gekocht wurde, hinzugeben, kurz andicken lassen, anschließend die Sahne. Wir verwenden Sojasahne, hat weniger Kalorien zufügen und die Soße mit Zeug abschmecken. Okay, super. Also ich habe gedacht, es geht schnell, aber ich bin einfach nur blöd. So. Kann ich morgen den Stream als VOD runterladen? Nee, kannst du nicht, aber auf dem Zweitkanal, auf Waffelbande, wo auch die Vlogs kommen, da warst du ja auch drin, da kannst du tatsächlich den Stream nochmal komplett sehen. Fast am nächsten Tag sogar, je nachdem, wie flott wir momentan sind. Buchhaltung bucht, was sie soll. Genau, passt so. Richtig. Buchhaltung freut sich über solche Quittungen, dann gibt es wieder was zu reden. Hä, jeder ist hier Buchhaltung, die reden ja sowieso schon alle mit. So, gut. Haben wir alles geklärt jetzt. Ich freue mich, wir freuen uns. Luna hat auch gesagt, einmal muss man das machen. Also du, Nils, Luna und ich oder wie? Wird nur noch... Klar, wenn sie Lust hat. Ich weiß nicht, warum Luna auf einmal mit in den Mix gekommen ist, aber wenn Luna Lust hat, wir machen eine große Partytruppe. Ich glaube, das ist auch besser, wenn man mit vielen da ist. Komisch ist nur, wenn einer aus der Gruppe dann so merkt, er fährt voll drauf ab oder sie. Und dann denkst du dir so, oh, das... verloren, so, ne? Oh, deswegen auch eigentlich mit Leuten von der Arbeit eher schwierig, die Nummer. Bin ich auch ehrlich so. Keine Ahnung, wenn man so einen entspannten Abend hat und dann denkst du dir so, ja, wo ist denn Timo? Seit 4,5 Stunden im Darkroom. Dein Traum das eine Mal. Ach so, ja, ich hatte tatsächlich einen Traum, dass ich mit einem sehr großen Team, also ihr wart auch alle dabei und wir waren aber noch mehr. Ich hatte ein richtig großes Team, so 20, 30 Leute, ich habe das, glaube ich, mal erzählt, oder? Also es war super awkward, also es war wirklich keine Ahnung, was ich verarbeitet habe, aber irgendwas habe ich in meinem Traum verarbeitet. Ich glaube, den habe ich auch schon allen erzählt. Ich bin dann bin so irgendwie unter einer Brücke hergegangen, wir waren so 25, 30 Leute und dann war da so ein Zirkus. Und dann sind so ein paar Leute, ich glaube Timo war auch dabei, sind so ein paar Leute einfach in diesen Zirkus reingegangen und da stand so ein Zirkusdirektor direkt am Eingang und meinte so, ey, ey, herzlich willkommen im Swinger-Zirkus. Und dann war in der Manege des Zirkus rundherum waren Zirkuswagen aufgebaut. Das habe ich aber übrigens nur gesehen, weil der mir das dann so auf so einen Projektor gezeigt hat, wie das da drin aussieht. Und dann hat jede Gruppe, die da reingeht, jede Gruppe, die da reingeht, hat wie heißt das, diese Zirkuswegen bekommen. Und oben auf dem Dach der Zirkuswegen war eine riesige Matratzenfläche, genauso wie unten drin. Und dann konnte man halt von Zirkuswagen zu Zirkuswagen. Gehoppelt. Und wir wollten dann zum großen Teil nicht da rein, haben aber die anderen, die reingegangen sind, auch nicht mehr rausgekommen. Und dann habe ich mich eigentlich nur sehr lange mit dem Typen am Eingang gestritten. Das war der Traum. Wie überrede ich meine Eltern am besten, dass ich mir dein Gewürz kaufen darf? Mit dem Code FREEWAFFLE sparst du noch 10% von 4,99. Ist immer das beste Argument. Ich habe vor einer Stunde reingeschaut und dachte, okay, bis ich zu Hause bin, ist der Auflauf fertig. Sieht nicht danach aus. Also ich...
Wie war das mit Träumen und tiefen Bedürfnissen? Nee, ich wollte ja, dass die Leute wieder da rauskommen. Das war ja das Problem. Naja. Kannst du das Gewürz nicht bald eh bei Edeka kaufen? Also Süden und Westen. Ja, also bei manchen West-Edekas und bei Edeka, bei einem großen Edeka. Die sind ja immer so Märkte, die zusammengeschlossen sind. Und bei einem der großen Edekas kann man es wohl auch kaufen, ja. Was ich einmal loswerden will, ihr seid so sympathisch live. Das ganze Team auf der Messe war, das auf der Messe war, großes Lob. Dankeschön. Die sind ja auch alle cool. Edeka Center wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Da war einer, der hat eingekauft für, er hat gesagt, die sind die größten Edekarianer. So nennen die sich übrigens. Das ist wie die Leute bei Apple, die sagen, ich bin Genius. Sagen die Leute von Edeka, wir sind Edekarianer. So. Und die Leute waren auf der Messe unterwegs und einer hat die Videos von irgendwas mit K, glaube ich, heißt er. Ähnlich wie Timo. Cola aber, glaube ich, oder so. Edeka Cola, gibt's das? Das war, glaube ich, ein großer. Die haben das, die haben auch am meisten eingekauft. Dann Kohl. Aber aus dem Süden, nicht Mitteldeutschland. Der hatte irgendwie, ich glaube, 10 Filialen oder so. Schon doof mit deinem Gewürz und Logo Waffel. Jeder kann es lesen, checkt nicht, dass es für Bolo ist. Ja, wir redesignen die Gewürze jetzt. Also wir haben schon mit, oder quatschen jetzt gerade mit Ostmann. Die haben 11 Filialen. Ja, die haben auf jeden Fall. Also die Edeka-Filialen haben auf jeden Fall das Bolo-Gewürz dann. Ich weiß nicht, wann die ankommen, weil die gibt es ja, die Gewürze. Das heißt, vielleicht sind die sogar schon da. Ich bin da nicht so im Informationsloop. Im Idealfall waren sie schon da und sind schon alle verkauft. Ja, also es sind nicht große Mengen gekauft worden, ne? Also ich sag's ganz ehrlich, gerade in den Edekas, wo ihr das Gewürz seht, wenn so, keine Ahnung, 5 Stück da drin sind, die haben nicht viel auf Lager. Die haben ganz kleine geholt, weil der Einzelhandel, der probiert immer aus. Und wenn die Sachen schnell weg sind, dann kaufen die erst nach. Vor allem, wenn sie schnell weg sind. Wenn das jetzt so einen Monat das Regal wärmt und du hast eh nur irgendwie ein paar gekauft, dann kaufen die auch nicht mehr nach. Also, falls ihr mein Gewürz in irgendeinem Edeka seht, direkt alle kaufen. Wichtige Regel, die wir jetzt etablieren untereinander. Ganz wichtig. Schade, dass es in Österreich kein Edeka gibt. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen aus dem Bild. Kurz diese komische andere Soße-Geschichte, weil sonst komme ich hier wirklich geradezu gar nichts mehr. Ich muss ja noch einen Nachtisch machen, Alter. Zwiebeln, Würfeln, Margarine. In Margarine? Wer hat denn Margarine? Haben wir Margarine? Wir haben doch keine Margarine, Alter. Ja, es gibt manchmal so Rezepte. Hier oben. Sonnenblumenmargarine. Bild. Geil. Wir haben Margarine. Man lernt nie aus. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Margarine. Machst dein Mikrofon an, wenn du sowas erzählst? Nee? Weil sonst gucke ich nämlich einfach nur in eine Richtung. Das kommt nicht mal hier an. Das ist dann nur merkwürdig. Ich muss mir, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, 3-mal anhören, damit du eine Reaktion von mir erwartest. Aber in echt, für die Leute, gucke ich einfach nur in eine Richtung und werde von Mal zu Mal weniger Menschen glauben. Gut, gut bis hierhin, gut. Ich habe jetzt einfach super viel genommen. 3 Esslöffel, ne? Bist du der Meinung, dass Gewürze ablaufen können? Wäre mir persönlich nicht passiert. Also kann ich so insofern begründen, ich habe immer noch Gewürze aus, also von meinem Auszug. So Sachen, die man halt zu wenig benutzt. Und irgendwie, die benutze ich jetzt noch und mir geht es damit ganz okay. Ich vermisse Edeka in Österreich auch sehr. Ja, also ist schon so, ich finde Rewe ist okay. Aber ich habe da schon mal mit jemandem eine Debatte geführt. Was ist für euch die beste Supermarktkette? Also nicht vom Sortiment, sondern bei euch in eurem Kopf, was ist so das Wertigste? Weil bei mir ist es nämlich immer Edeka, aber voll viele sagen so Rewe. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Lidl, Rewe, ja genau, Rewe ist übelst crazy bei voll vielen Leuten. Bei mir überhaupt nicht. Real. Okay. Real ist doch auch Rewe. Jetzt bin ich mal gespannt. Rewe, Kaufland. Nee. Also Kaufland ist alright, so. Ich mag Kaufland eigentlich. Kaufland sonst noch? Aber Rewe ist crazy. Kennt man in Köln Familia? Sagt mir jetzt gerade aus dem Stegreif nichts, ne? Rewe ist bei mir nur Notfall, wenn schon Edeka, wenn Edeka schon zu hat. Ja, es wäre bei mir genauso. Kaufland ist Lidl, Edeka und Rewe.
Ja, okay. Also Rewe finde ich nicht scheiße. Migros oder so ist ja sowieso fein, ja, aber das ist ja Schweiz. Akzente habe ich noch nie gehört. Wir haben kein Kaufland oder Edeka in Österreich. Ja, was hat man denn in Österreich? Spar? Rewe und Kaufland Beste. Ja. Ein Blumenkohl fertig. Anscheinend gibt es hier noch einen. Sind die abgewogen bestimmt, ne? Da stand 2. Dann machen wir doch 2. Dauert ja eh noch alles eine Stunde. Ey, vielleicht wird heute... Der Nachtisch ist sehr schnell. Sehr gut. Ich glaube, das wurde sehr gut ausgesucht für meine Dummheit. Den Nachtischen gegenüber. Och Mann, die Seite ist schon wieder zu lang. Dann, keine Ahnung, da soll schon Mehl drüber streuen und eine Weile bräunen lassen. Hä? Aber ich muss die ja erstmal anlünsten. Ich verstehe hier nichts mehr. Das ist wieder komisch für mich. Irgendwann, Leute, irgendwann habe ich eine Rezept-Webseite, ne? Und dann werden Rezepte so derbe gut erklärt sein, dass selbst dumme Freddys das verstehen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, sage ich euch. Ich komme rein, der Mann versteht nichts, alles wie immer also, richtig. Bilderbuchmäßig, na klar. Also, ich finde viele Bilder in Rezepten eigentlich immer gut, gerade wenn man so Fachbegriffe benutzt. Das finde ich immer wichtig, dass Leute das dann wissen. Oder auch immer sehr gut finde ich, wenn man eine Rezeptseite hat, gib mir gerne mal Feedback. Was ich mag, ist, wenn ich ein Rezept habe und dann gibt es so ein Video, wo keiner labert, aber es ist so 50 Sekunden lang und ich sehe alle Schritte einmal in einem Video. Wisst ihr, was ich meine? Also das oben ist ein Bild und wenn ich auf das Bild draufklicken kann, dann kommt so ein, keine Ahnung, 50 Sekunden, 2 Minuten Video, wo alles so mal gezeigt wird, wie alles geschnitten wird, so wie alles angebraten wird, wenn irgendwas spezieller ist, wenn irgendwas gefaltet wird oder so, so eine Blätterteig-Scheiße. Wisst ihr, was ich meine? So diese ganze Blätterteig-Scheiße. Du weißt nie, jetzt längs und quer den Blätterteig, ja komm, halt die Schnauze so. Und das ist mein ewiger Wunsch, wenn ich eine Rezept-Webseite habe, dass ihr zu jedem Rezept immer einfach nur die Hände von irgendjemandem habt, der euch zeigt, wie das gemeint ist, dass ihr am Ende das gleiche Produkt wie auf dem Bild erzeugen könnt. So, nicht ganz viele Bilder, ein Video. Dann könnt ihr immer dahin spulen, was ihr wollt. Finde ich viel besser. Noch nie ein Video da angeguckt? Also es gibt schon Seiten, die machen das, aber ja, wie eine IKEA-Bauanleitung. Ich finde das spannend und gut so. Ich brauche das. Ich finde das spannend. Ist nice to have, aber bräuchte ich nicht. Genauso soll es ja sein. Es soll nice to have sein. Gar kein Muss, das zu gucken. Ist es eigentlich deine Küche oder in einem Studio? Ich habe mich das immer gefragt. Achso, das ist mein Studio. Ich kann es dir zeigen. Du scheinst neu dabei zu sein. Kein Problem. Komm, wir gehen in eine Deckenkamera. Die da. Komm mit. Guck, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben nichts zu verstecken. Hier ist die Küche zu Ende. Da beginnt schon die nächste Küche. Da hängen überall die Lichter. Das wäre komisch, wenn man das zu Hause hat. Was können wir noch zeigen? Wir können hier rumgehen. Komm mit. Hier ist ein Kabel, warte, ich verschwinde kurz hinter der Säule, ich komm jetzt da rein. Da ist die Regie, guck, da ist Timo. Da, der schneidet das gerade live. So, zusammen. Hier ist momentan unsere schon eingeräumt für den Umzugsecke, aber es wäre ansonsten ein Set, wo man sich hinsetzen kann, mit einem Fotostudio eigentlich noch dran. Das hat der Nils montiert hier, das. Und hier hinten in der Ecke, boah, jetzt wird es ganz schön knapp mit dem Bild, mit dem Visual. Guck mal hier, hallo, da ist das Podcast-Set. Die sind alle direkt gegenüber voneinander. Müssen wir nur die Lichter anmachen und dann können wir schon aufnehmen. Jetzt gehe ich wieder zurück in die Küche. Kücheception, ja. Ist komisch, wenn man es sieht, dass es alles nebeneinander ist, ne? Das ist merkwürdig. Ich schaue immer nur auf YouTube, bin gerade sehr fasziniert. Danke für die Roomtour. Gar kein Stress. Gibt noch ein Zusammenbauvideo auch auf dem YouTube-Kanal. Ich als Marketingmanager, mein Chef will 1000 Insta-Posts, nur 9 Bilder mit Hashtags, nur 9er Bilder mit Hashtags und dann ernsten Content. Was hältst du davon? Er bleibt die ganze Zeit dabei. Hilfe, was? Marketingmanager, mein Chef will 1000 Insta-Posts, nur 9er Bilder mit Hashtags und dann ernsten Content. Was hältst du davon? Ich sag, alles ist möglich, aber immer die Leute selber machen lassen, die noch... Also machst du Content selber oder macht er den Content? Lädst du nur hoch oder denkst du dir auch aus und produzierst? Das ist der Unterschied. Ich denke auch aus. Ja, dann mach du alleine.
hinsetzen und sagen, darf ich mal, wir machen zwei Sachen, so würde ich das angehen. Du sagst, wir machen zwei Sachen bitte. Momentan fühle ich mich ein bisschen unangenehm. Ich möchte mal für zwei Wochen das selber machen mit meinem Konzept und dann machen wir es zwei Wochen so, wie sie das sagen und am Ende werten wir die Daten aus. Weil manchmal, wenn Leute so immer dabei sitzen wollen, kannst du die nur mit Zahlen beeinflussen. Dann musst du zeigen in dem Konzept, dass du das in den zwei Wochen, wenn dir niemand über die Schulter guckt, wenn du diesen Vertrauensvorschuss kriegst, dann zeigen und abliefern, dass du es auch besser kannst. Zum Beispiel, wenn die Zahlen nicht stimmen, auch mal zeigen, wie viel besser der Feed aussieht, wie viel besser die Interaktionen waren. So, wie viel positiver als in der Woche davor, wo vielleicht gar keine waren. Sowas. Ich arbeite auch im Social Media Marketing und ich finde das schwierig. Die Leute sollen ja reinfolgen, so ganz sicher nicht. Ja, also wir suchen übrigens gerade einen Content Manager oder eine Content Managerin, ne? Nur falls ihr euch umorientieren wollt. Also jemand, der hauptsächlich unsere Uploads auf 6 Kanälen bis dato. Wir haben bald 12, die wir betreuen. Wir suchen also noch einen Content Manager und eine Content Managerin. Achso, das ist, glaube ich, nur in den YouTube-Videos in der Beschreibung, Nils. Der Link, der Google Forms-Link zum Content Manager oder Content Managerin. Da geht es so ein bisschen auch um Community Management, also mit den Leuten quatschen so, ne, und solche Sachen. Also falls jemand gerade von euch sich angesprochen fühlt und Lust hat, auch in Mönchengladbach zu arbeiten oder in der Nähe von Mönchengladbach sowieso schon wohnt, kann auch Düsseldorf sein. Wir sind sehr gut erreichbar. Kann auch Köln sein, geht auch. Ich brauche halt dafür jemanden leider vor Ort. Das ist so ein bisschen datenmäßig. Sunny war sehr schnell. Sorry. Sunny sehr, sehr flott. Sunny und Nils immer die flottesten. Also ja, da suchen wir noch jemanden für. Es ist, geht ein bisschen, ein minimal, würde ich sagen, in eine redaktionelle Richtung, weil ihr sehr viel Feedback auch kriegen werdet und das am besten auswerten könnt. Es geht so 20% um Community Management und 75% um Content Management, wirklich, ja, also wirklich. Und ja, das ist so das Ding. Also wir brauchen wirklich jemanden, der mal Uploads koordiniert. Die Leute, die das auf TikTok und Instagram mitbekommen, wir schieben uns die Uploads immer ein wenig hin und her. Wir schaffen das auch ganz gut, aber wir wollen halt noch ein bisschen mehr produzieren. Und ich weiß, dass wir das gerade nicht verwaltet kriegen, wenn wir nicht eine Person haben, die sich da drum kümmert. Höchstwahrscheinlich erstmal eine Teilzeitstelle auch, muss ich sagen. Und dann easy. Und die anderen 5%, Moment, wir haben 5% redaktionelle Arbeit. Also mal sagen, die Leute wünschen sich das und dann auch mal an den Formaten zusammen mit Nina zum Beispiel arbeiten oder Annika für die Streams, weil man macht auch den Zweitkanal und sowas, ne, und die Verwaltung davon. Also 5% ist redaktionelle Arbeit, 20% ist Social Media, also so Community Management. Also ich will zum Beispiel, dass wir ein bisschen aktiver sind in Kommentaren und sowas und ich will auch, dass mehr da interagiert wird, weil ich krieg's einfach nicht geschissen. Ich will aber wissen, was abgeht. Also ich will jetzt nicht jemand, der dann schreibt, hallo, danke, dass dir das Video gefallen hat, sondern wirklich so da Freude mit hat und wir das auch offen kommunizieren, dass da noch jemand ist, der mich da unterstützt. Also sonst will ich auch nicht so öffentlich darüber reden. Dann haben wir 25% und 75 sind dann bam, 30, ja genau, 75%, der Rest ist Managen. Wann kommen die Videos, auf welchen Kanälen, zu welcher Zeit, kommt alles zeitgleich, ist alles produziert, ist alles richtig eingestellt, wie können wir Thumbnails optimieren, wie können wir Upload-Zeiten verbessern, was für Hashtags benutzen Leute, guck mal, wir benutzen nicht mal Hashtags, habe ich noch nie gemacht, so, wir machen Hashtags, weiß ich nicht, manchmal ja, machst du bei deinen Podcast-Dingern, machst du keine Hashtags, bei TikTok, ja gut, aber bei Instagram? Da habe ich es versucht. Aber Instagram-Hashtag super schwierig für Timo. Deswegen brauchen wir dringend jemanden, der sich kümmert. Ja, die Meta-Business Suite ist echt scheiße, ja. Ja, also gerne, wir posten nochmal einen Link rein, falls jemand interessiert ist und hier aus der Ecke Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Viersen, whatsoever kommt und da Lust hat, sich mal reinzufuchsen. Wir würden uns freuen. Ein paar Vorkenntnisse im Videoschnitt. Kein Profi oder keine Profi-In. Ist dann nötig, aber falls ihr jemand Vorkenntnis habt, wäre geil. Klappt das gut mit dem Brokkoli? Noch nie auf die Idee gekommen, das so zu machen? Klar, guck, kannst du einfach fertig kochen und dann am Ende abschneiden. Dann musst du nicht den ganzen Scheiß da rausfischen. Deswegen haben wir einen Stiel. Wie weit ist Minden von euch? Kreis Kleve, let's go. Würde funktionieren. Vollzeitjobs nur für Hashtags. Zum Beispiel.
Also, wenn dieser Job funktioniert, ne, und wir mehr produzieren und dann durch diese Position mehr Output auch generieren können, was heißt potenziell, dass man vielleicht dann mehr Geld zur Verfügung hätte, dann kann sich diese Stelle sehr, sehr schnell auch in eine Vollzeitstelle verwandeln. Auf jeden Fall. Plus, es kommt ja bald noch ein paar Kanäle dazu durch meine Küchenmarke. Die wird ja auch Content erstellen und das muss auch mitgemanagt werden. Das ist so schlau, den Brokkoli nicht zu schneiden. Ich bin sehr traurig, dass ich nie auf die Idee gekommen bin. Lad dir TikTok runter. Es ist ein TikTok-Ding. Ist wirklich leider so. Ich wohne im Kreis Viersen. Ja, geil, dass ihr in Mönchengladbach seid. Beste. Beste. Habe ich da Kreis Viersen gehört? Ach, Manuel. Ja, Viersen ist nicht weit von Gladbach. Geht alles. So. Also. Das mal kurz ein bisschen runter. Das ist jetzt da mitgemacht. Dann soll da die Sahne rein. Dann würzen. Also, Brokkoli, bla bla bla, kurz andicken, anschließend die Sahne, Soße. Ach so. Ich muss noch. Ja, ich weiß, ich habe es auch gerade gesehen. Alles an Mehl. So, dann den Brokkoli kurz. Und dann sollen wir die Gemüsebrühe da reingeben, so einen halben Liter. Wo die Kartoffeln drin gebraten worden sind. Dann muss das jetzt kurz hier verrührt werden mit dem Mehl, damit das so ein bisschen andickt. Mhm. Keine Ahnung, ist das jetzt angedickt genug? Ich weiß es wirklich nicht. Komm mal nach Schwelm, süßes kleines Städtchen mit guter Gastronomie. Mhm. TikTok, creepy stuff. Willst du 5 Minuten mal schauen, was geht? Plötzlich sind 3 Stunden um. Ja, aber das kann man ja auch für sich nutzen. Du musst ja nur dich selber verstehen und mit dir selber im Reinen sein. Wenn ich zum Beispiel Zeit überbrücken muss, dann nutze ich tatsächlich aktiv dafür TikTok. Wenn ich mir denke, 20 Minuten noch, ich habe aber keinen Bock irgendwie jetzt blöd, keine Ahnung, mich mit mir selber zu beschäftigen, dann setze ich mir einen Timer bis zu dem Punkt, wo ich weiter muss und dann gucke ich eben TikTok, weil dann schalte ich aus und bin kurz rausgezoomt und das ist dann wie für mich so Gehirnerholung, wenn ich nicht nachdenken muss, sondern einfach nur krass berieselt werde. Maracuja übrigens, Dankeschön für den Sub. Voodoo haben wir schon Dankeschön gesagt. Kelvan übrigens auf 5 verschenkte Community-Subs. Habe ich da jemals Danke für gesagt? Ich bin so lost wieder. Naja. Naja. So, das ist auf jeden Fall am Start. Jetzt soll die Sahne da rein. So, Sahne da rein. Das ist nämlich so angedickt. Eine ziemlich ekelhafte Soße, meiner Meinung nach. Aber vielen Dank für die Subs. So, Mitkoch, nice. Ich koche auch gerade. Zwar ist völlig anderes, aber hey, der Wille zählt. Das ist vollkommen okay. Ich finde es auch gut, wenn ihr was anderes kocht und einfach mit dabei seid. Es geht ja ums Erlebnis, dass wir das zusammen machen. Falls ihr nächste Woche übrigens mal mitmachen wollt, einfach auf Instagram mal reinfolgen. Da posten wir immer die Rezepte. Auch zum Beispiel etwas, was dann ein potenzieller Content Manager, eine Content Managerin übernehmen würde. Regelmäßig und vernünftig die Postings zu machen. Weil, kriegen wir auch nicht immer hin. 2 Stunden schon um. Ey, ich bin wirklich der absolute Volllappen, wenn es darum geht, das hier richtig zu machen. Ey. So, was muss ich jetzt machen? Das muss bestimmt einfach nur da rein. Hier liegt immer noch Timos pinkes Ei von vor 2 Stunden. Und dann geht's los. Okay. So. Wir haben Kartoschkis. Kartoschkis. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Dann haben wir die Geräte. Die Brokkolis. Jetzt schon schön vorgekocht. Schön sapschig, matschig. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh Gott. Zack, zack, zack. Und zack, zack. Sehr gut. Da ist jetzt so ein bisschen von dem Saft reingekommen. Ich weiß nicht, ob das, oh Gott, schlimm war oder gut war. Ich mache jetzt hier noch die Dinge einfach rein. Man macht ja Brokkoli nicht kleiner, oder? Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich mag Brokkoli ganz okay gerne. Ich bin aber, wenn ich mich entscheiden müsste, der Spinatboy, bin ich ehrlich. So, zack. Und hopp.
Und nochmal zack. Und dann. Das backt über. Was soll denn da aufgehen? Hast du Stärke reingemischt, oder? Backpulver? Aber was soll denn passieren? Nee, ich muss kurz die Soße abschmecken. Zum Glück habe ich ja ein Alleskönner-Gewürz, was auch super für die Bolognese ist, aber auch toll für euren Auflauf, ne? So. Einfach mal ein bisschen derbe reingewürzt. Zack, zack. Da passiert nichts. Ich habe den Auflauf letztens gemacht. Der wird eher kleiner. Guck, wusste ich. Das wusste ich. Jetzt muss doch die Soße da drüber, oder? Macht man nicht so Auflauf? Ich mache nie Auflauf. Ich bin gar kein Auflaufmensch, ne? Also wirklich überhaupt nicht. So, zack. Okay, einmal den hier. Und dann... Yep. Halben Liter, bla, anschließend Sahne, bla, 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 Soße in Auflaufform geben. Bah. Ich glaube, genau wegen diesem Moment bin ich kein Auflauftyp. Ich finde es irgendwie ein bisschen disgusting. Obwohl das Ergebnis am Ende höchstwahrscheinlich ganz geil ist. So, das wird eh noch vernünftig verlaufen. Und jetzt kommt noch eine fette Nummer. Käse über die, das Gerät hier. So. Mit Liebe gemacht, ne? Zack, zack, zack. Da hinten knurren schon die Mägen. Das war dein Hund. Schade. Der Hundemagen knurrt. Die kriegen natürlich auch ein bisschen Auflauf. Brokkoli, lecker für Hunde, ne? Kartoffeln. Bitte? Bestimmt. Ja, du kommst doch vom Land. Du musst dich doch auskennen, was der Hund isst und was nicht. Hundefutter, okay. So, einmal drauf die Nummer. Tja, das hat nur 2 Stunden gedauert. Ofen habe ich natürlich vorgeheizt, ja, seit 1 Stunde auf der richtigen Temperatur. Denn Energiekrise kann ich. So, jetzt muss ich mich darum wenigstens nicht mehr kümmern. Aber hier sieht es aus wie Sau. Timer auf 20 Minuten. Findest du auch, dass japanische Küche gerade so im Trend ist oder ist es nur bei uns so? Bei uns ist, glaube ich, eher so chinesische und koreanische wieder gerade im Hype, oder? Wenn es im asiatischen Raum stattfindet. Indische Küche ist sowieso immer dann da trendy. Afrikanische Küche ist sehr trendy geworden in den letzten Jahren in Köln, habe ich das Gefühl. Hm? Also das kommt. Frankfurt ist sowieso crazy. In Frankfurt gibt es irgendwie mehr afrikanische Restaurants als alles andere. Und die sind eigentlich ganz geil. Aber japanisch wüsste ich jetzt nicht. Also wenn wir die beiden Anime-Geeks des Hauses sowieso hier sitzen, ist es bei euch so? Dass es jetzt gerade trendy ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Thema ist eigentlich schon vorbei. So. Allgegenwärtig ist es. Ja. In Frankfurt ist afrikanisch und French Tacos gerade im Hype. Ja, aber es sind gute Afrikaner Frankfurt. Also ich war schon 2, 3 Stück. Immer extrem geil. Also es ist wirklich extrem geil. Sag ich ehrlich. So, mal reine, wieder da reine. Bei uns ist immer noch japanisch. Wo kommst denn du her? Wo ist gerade der japanische Hype? Viersen. Oh Gott, ey. In Portugal gibt es einen grandiosen Brasilianer. Was? Grandios? Warum erklärt ihr mir gerade das Wort grandios? Ja, weil sie geschrieben hat, in Portugal gibt es einen grandiosen Brasilianer. Das ist mir schon bewusst, aber der Brasilianer ist in Portugal, deswegen war ich irritiert, nicht wegen dem langen Wort. Mano, ey. Ist mir jetzt auch alles egal, ey. Fucking denken ihr fucking Sonderschüler hier, ey. Meine Güte, ey. Grandios, ey. Ja, Zelda Breath of the Wild. Bald geht's los, sag ich euch, ne? So. Du bist ein grandioser YouTuber. Was heißt grandios? Ich versteh's nicht. Bedeutet, dass so ein toller, großartiger, sowas in die Richtung, verstehe ich nicht ganz, aber ja, sowas soll das halt sein. Hast du jetzt verstanden? Soll ich sie nochmal vortanzen? Ob du dein Maul hältst, habe ich dich gefragt. Ich bewege mich zu viel, ja, für dein perverses Gespanne. Ich filme dir in einen Ausschnitt. Nee, eine KitKat-Party würde mich nicht interessieren.
Du hast mir auf meinen Arsch gefilmt in der zweiten Woche? Ja, das ist nicht schlimm. Also, ich meine, da, also ist ja nicht so, als hätten die Leute das gejuckt, weißt du? Dass ja, weißt du, so, wenn die Elevator Boys oder so ihren Arsch in die Kamera halten, dann ist so Thirst Trap. Bei mir ist eher so, keine Ahnung, so Peter Lustig, der im Hintergrund sagt, abschalten jetzt. Jetzt ist vorbei. Ausmachen. So Bernd das Brot kommt dann immer hoch, wenn ich meinen Arsch in die Kamera zeige. So, das war's für heute. Hier gibt's wirklich nichts mehr. Schaltet ab. Ja. Ja, ist nicht schlimm. Die haben Angst, dass jetzt gleich Arsch gezeigt wird. Ich würde auch abschalten jetzt. Nee, zeig auch deinen Arsch nicht. Warum weißt du das denn? Wer hier welchen Arsch zeigen sollte? Bist du die Arschbeauftragte auf einmal? Du bist normalerweise die... Bitte was? Nein, der kann seinen Arsch schon zeigen. Du bist in deinem Arschgespräch, bist du nicht dabei, das führen Annika und ich immer noch. Hast du einen Arschgeweih? Du bist ein Typ, der hat einen Arschgeweih bestimmt. Leider nicht, hast du geantwortet darauf. Alles klar. Nee, ich will dein Arschgeweih nicht sehen. Du hast bestimmt noch so eins mit Tribal-Muster. Weil du gesagt hast, das hat so eine Message für mich. Oder so ein Relaxo, der so keine Arme hat, sondern zwei Tribals. Direkt über der Kimme, ey. Da schläft er so, da kommt nur der Kopf raus und deine Bäckchen sind das Kissen. Ich zitiere die Bedeutung von grandios. Was habt ihr für ein Problem? Ich bin nicht dumm, jetzt hör auf. Meine Mama sagt mir schon immer, ich dumm bin. Halt die Fresse, du liest auch nur ab. Halt die Fresse jetzt. So. Sich sehr positiv abheben, hervorragend. Grandios ist ein Synonym für hervorragend, ist es wahr? Hätte ich anders eingeordnet. Chronisch. Ja, ich dachte, chronisch ist so, wenn jemand so... Also, wenn man sich das einbildet, aber chronisch heißt nur, dass man das lange hat. Ich finde auch immer noch, chronisch ist ein Wort, was sich anhört, als wenn man sich was einbildet. Ich zum Beispiel, habe ich festgestellt, ich bin ja chronisch verschleimt. Nee, schon die richtige. Mein Kopf bildet sich ein, dass ich verschleimt bin. Ja, keine Ahnung. Also das ist ein langer Stream gewesen. Kann mir auch nichts jetzt. Also Kernway Freak, dankeschön für den Prime Sub. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das nur dann festgestellt, weil ich habe halt jahrelang meinen Nachbarsjungen mit zur Schule genommen. Der war halt ein paar Stufen unter mir und der hat halt chronische Bauchschmerzen und ich dachte mir immer, Alter, der denkt, der hat Bauchschmerzen, hat aber keine. Was ich jetzt ja herausgefunden habe seit ein paar Wochen ist, der arme Junge hatte jahrelang Bauchschmerzen. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass alle Achtklässler, als World of Warcraft rauskam, schon auch chronische Bauchschmerzen hatten, die nicht so wirklich Bauchschmerzen waren. Weil heute, ich kenne den noch, dem geht's sehr gut. Also nichts mehr chronische Bauchschmerzen. Habe ich auch gesagt, wie ist denn dein Magen? Alles hat sich wieder normalisiert, hat er gesagt. Ja. So. Ja, die besorgten Muttis, ne? Schön Einzelkind. Konnte dann auch immer, war immer Nummer eins, ne? Wenn der zweite chronische Bauchschmerzen hat, Alter, dann gibt's aber noch hier trotzdem in die Schule. Kann sich auch nur die Nummer 1 erlauben, sage ich euch, wie es ist. Ja, ich bin chronisch begabt bin ich. So, super schnell, super saftiger Tassenkuchen. Okay, jetzt bin ich gespannt, Annika. Alle Zutaten, Reihenfolge egal, in einen großen Becher, sonst läuft alles über. Gut verrühren, zu einem glatten Teig. Kann ich das mit der Hand verrühren? Nee, das soll ja schnell gehen. Ich nehme den Kollegen hier. Ich will, dass das funktioniert. Bitte? Ja, ich mach schon, du. Gar kein Stress. Ich kenne mich aus. Weil alle anderen potenziellen Krankheiten ausgeschlossen werden können, das dauert ja ewig, bis man damit hinkommt. Ach so, dann bin ich nicht chronisch verschleimt. Naja, ist seit Corona so. Also, ist höchstwahrscheinlich Long-Covid. Zack. Oder ich werde einfach älter. Ich bin jetzt langsam in dem Vateralter, wo ich dann auch immer morgens so Geräusche aus dem Bad mache. Ja, genau. Super unangenehm. Hygiene ist das A und O. Was ist denn das jetzt wieder für eine Unterstellung? Also erst bin ich dumm, danach bin ich unhygienisch. Ich habe ein Shampoo für alles. Ich habe heute erst eine intensive Diskussion wieder über Sackshampoo geführt. Also das lasse ich mir jetzt nicht erklären. Also sowas hier kommt mir nicht über die Türlinie. Wie heißt das? Zage. Ich bin nicht dumm. Jetzt hör auf. Hör auf! Nein, Zage nicht! Schwelle! So, wusste ich vor dir. Habe ich lauter gesagt als du. Mikrofon war aus. Sackshampoo.
Wichtig ist der pH-Wert, auch beim Sackschampfen. Hodentoupees, was labert ihr da so leise? Was passiert jetzt nur? Ich krieg nur... Die Podcast-Folge ohne mich, die ihr aufgenommen habt, die habe ich natürlich gehört. Ich kann mich an alles erinnern, besonders an die Hodentoupees. Timo natürlich. Ja, ja. War auch nur Gerrit sonst zur Auswahl, oder? Gerrit ist der Normalste von uns, das ist immer das Wichtigste zu berücksichtigen. So, also, alles in großen Becher geben, gut verrühren, bis ein glatter Teig entsteht, nicht so lange rühren, sonst wird der Kuchen noch nicht so fluffig und saftig, bla bla bla. Bla 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 bla. Achso, man muss einfach die ganzen Sachen da rein, achso, Deko, okay, okay. Also, Mehl. Zucker. Ein mittelgroßes Ei. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Zack, mittelgroßes Ei. Zack, guck, wie schnell ich jetzt den Nachtisch mache. Das fertig, bevor das fertig ist. Kakaopulver. 3 Esslöffel. So. Nutella. Och nee, das da rauszukriegen, ey. Wie das geflopscht hat auf das Ei, ey. War ein bisschen ekelhaft. Bitte? Guck mal, ich hab Kakaraschen gemacht. So, so gut wie es geht. Nutella, dann neutrales Öl. 3 Esslöffel, oh Gott. Milch. Zack. Und ein bisschen Salz. Naja, wenn er will, dann kann es so schnell gehen, ne? Wenn er will, 8 Minuten habe ich noch. So, zack. Ist alles drin. Alles da reingeben, dann Mikrowelle, Becher, 1,5 Minuten bis 2 Minuten in der Mikrowelle reinhauen. Wie lange habe ich noch für den Auflauf? 7 Minuten. Eieiei. Portion reicht für eine Tasse. Gott, ey, das ist auch wieder so ein Chefkochrezept, ne? Da sind wieder die Schmuddelleute unterwegs. Die Portion reicht für eine Tasse und bei uns für 2 Personen. Manchmal aber auch nur für mich. Steht so in dem Text. Das sind so richtig Versaute, die das wieder geschrieben haben, das Rezept, ey. Was hast du gesagt? Gar nichts! Das Mikrofon ist immer aus bei euch da hinten, das ist schlecht. Die hat Leck abgesagt. Das ist meine Meinung. Das ist wie der Typ jetzt hier bei, wie heißt das, Love Island, der die ganze Zeit gesagt hat, ich hab dich mit der geschlafen. Sagt die Moderatorin, du weißt schon, dass wir im ganzen Haus Kameras haben. Sagt er, ja, aber für mich war das kein Sex. Kleiner als 3. Dann sitzt sie da und sagt, ich hab schon gesehen, dass ihr miteinander geschlafen habt. Sagt er, nee, das ist ja deine Meinung. Ach man, ey. Ja, da, also, keine Ahnung, also. Naja, 5 Minuten sind 5 Minuten. So, dann machen wir einfach kurz den hier. So. Ich habe ein Video gefunden, in dem erklärt wird, was genau eine Prise ist. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also, ja. So, ich muss das jetzt in so ein Topfding machen. Pfannen, wie heißt das? Tasse. Aber wir haben nur die guten Tassen, ne? Was? Hast du gerade mich ausgedacht, weil ich gesagt habe, Pfannending? Pff, ich bin nicht dumm, Tasse? Ach Mann, ey. Das ist wirklich blamabel, was hier abgeliefert wird von meiner Seite aus, bin ich ganz ehrlich. Ich brauche eine Tasse, ja. Aber die Tasse brauche ich eh von... Ich gehe kurz rüber mit euch. Ihr hört mich nur noch audioell. Ah, so ein Dreck, ey. Ich sag euch ganz ehrlich, also... Ich hole jetzt eine Tasse, dann mache ich das da rein. Und dann wird sich das genau ausgehen mit dem... mit der Zeit, mit dem Auflauf und dann werden wir jetzt einen Top-Auflauf haben plus wir werden dann auch noch einen Top, wie heißt das, nicht Auflauf, wir haben dann einen Top nee, das ist ja die Hauptspeise, das ist ja der Auflauf, also wir haben dann auch noch einen Top, sag mal, och, Nachtisch heißt das doch, Nachtisch, wann komme ich denn nicht auf die Wörter, glaube ich, war ein zu langer Tag, wir haben ein bisschen zu viel geredet, aber ist nicht schlimm, wir haben gut gegessen, da muss man sich auch mal ein bisschen beruhigen und abruhigen. Nö, ich möchte kein Hitchi. Vielen Dank. So.
Aber ein Hitschlauch, den würde ich vielleicht... So, kurz Kaffeetasse von Mitarbeitern klauen. Ja, wir haben nur die, die ich mitgebracht habe für alle aus Disneyland. Deswegen, und die Disneyland-Dinger will ich irgendwie nicht in die Mikrowelle tun, obwohl da höchstwahrscheinlich genauso wenig mit passiert wie mit den anderen. So, also da im Rezept steht, das reicht für eine Tasse. Ich finde, das ist schon sehr viel. Gott. Ja, ich mach's so einen kleinen. Oh Gott. Okay. Haben wir. Boah, das ist natürlich jetzt echt komplex, das da vernünftig reinzukriegen, ohne dass das sabbert und saut, ey. Boah, das ist ja... Tasse einfetten. Habe ich nie was von gehört von dem Thema. Alles gut. Ich meine, ist... Das ist die von Anni. Die hat immer einen Fettfilm gehabt drin. So hat die verkauft extra, damit bei den Leuten die ersten zwei, dreimal trinken, damit es richtig flutscht. Könnt ihr auf der Webseite nachgucken, stand da früher wirklich. Ist eingefettet, keine Sorge. Eure Anni. So. Ist das scheiße hier. So, top. 2 Minuten. Passiert was mit so Mikros, wenn man das zu nah an so einer Mikrowelle hält? Ich habe nämlich noch genau, ich habe 3 Minuten 30. Das muss 2 Minuten in die Mikro. Sag ich, wenn das Ding fertig ist, dann ist perfekt hier. Also, das wird jetzt eine richtig gute... Woher hast du den Salat? Ja, einfach nicht geantwortet. Ich habe einfach weiter den Salat gegessen. Jetzt kam aus dem Nichts. So, ich hau das jetzt da rein. Höchste Stufe. Das Ding ist so an meiner komischen... An dem Gummispachtel war gerade eben noch... Oh Gott. Höchste Stufe haben wir. Da war jetzt gerade eben noch... Irgendwie so anderes Zeug. Jetzt habe ich 2 Minuten gemacht. Oh Gott, ey. Das wirkt alles vom Teig nicht richtig, ey. Aber ich kann euch in der Zwischenzeit, es dauert jetzt hier 1:50 Minuten, ich lese euch kurz eine Kurzgeschichte vor, okay? Also, keine Sorge, ich suche kurz eine raus. Kurzgeschichte. Kurzgeschichte. Kann ich perfekt schreiben. War sogar ohne Autokorrektur. Also, ich jetzt. Oh Gott, jetzt bin ich hier. Was? Okay. Kurzgeschichte. Das letzte. Spät in der Nacht, um seine Frau nicht zu wecken, kommt der alte Graf auf leisen Sohlen zurück in sein Schloss. Er schleicht ins Wohnzimmer, schaltet rücksichtsvoll... Oh, Alter, ich kann nicht lesen heute. Warte, nochmal neu, wir schneiden das. Er schleicht ins Wohnzimmer, schaltet rücksichtsvoll nicht den grellen scheinenden Kronleuchter an, sondern nur die Wandbeleuchtung ein. Es könnte ja einer der Angestellten durch den Lichtschein aufgeschreckt werden. Gemächlich zieht er seinen Mantel aus, hängt ihn an die Garderobe und geht stöhnend ein wenig behäbig zu seinem herrschaftlichen Ohrensessel, um noch vor dem Bett und noch vor dem zu Bett gehen eine kleine Ruhepause einzulegen. Merkt ihr, dass ich nicht lesen kann? Das ist wirklich ein Riesenproblem gerade. Ich bin wirklich komplett daneben. Voller Erstaunen, die Augen weit aufreißend, bleibt der Graf wie angewurzelt stehen. In seinem Sessel sitzt bereits gemütlich ein Bein über die Lehne geschlagen, der Hausdiener mit einem Glas Champagner in der Hand, einer dicken Zigarre im Mund und einem Teller mit einer dicken Gänsekeule. Das ist doch wohl das Letzte, schreit der völlig außer sich. Fick mein Leben, Alter. Ich habe mich jetzt in jedem Satz neunmal verlesen. Jetzt ist dieser Dreckskuchen auch fertig. Oh mein Gott, der ist ja übertrieben aufgegangen. Ich stand neben der Mikrowelle. Fuck, Digga. Och nee, Alter. Boah, der sieht aus, als hätte jemand in die Scheiße reingeschissen. Och, der ist... Ach, der habe... Oh Gott, Crap, Leute, ey. Das sieht wirklich so aus, als hätte jemand in die Tasse gekackt. Och, nee. Och, das sieht echt aus. Och, nee. Und dazu die Annie the Duck-Ente, die mich so angrinst. Shit, Alter. Als hätte da jemand wirklich reingekotet in die Tasse. Oh Gott, ist das heiß. Warte mal, oh Gott. Warte, das ist ja wirklich ganz grausam. Einmal, oh Gott. Ach, du Scheiße. Oh, ist das fett geworden auch. Bah, das ist so richtig über die... Oh Gott, ja, nee, alles gut. Oh Gott, ist das unappetitlich. Es hat wirklich jemand einfach da reingekotet in das Ding. Ja, nee, ist aber gut aufgegangen. Nee, alles gut. Nee, passt schon. So. Der Graf hat den höchstwahrscheinlich ermordet. Keine Ahnung, oder war Dracula, das ist die Ende der Scheißgeschichte. So, sind wir wieder. Ich komme jetzt langsam rein hier in das Studio. Und jetzt darf ich kurz über dich drüber steigen, Hund. Okay. Ich habe in das Ding geschissen. Was denn? Ja, ich habe kurz da reingeschissen. Ja.
Ja, ich konnte einfach nicht mehr einhalten. Ich habe einfach kurz in die Tasse geschissen. Aber gebt zu, als ich die Geschichte vorgelesen habe, ihr habt nicht mitbekommen, dass ich auf Klo war. So, unser Auflauf ist fertig. Was denn? Ja, ist doch geil. Taking the dump. Ne, mach ruhig weiter auf das Bild. Passt schon. Neue Leute, die reinkommen. Wie gesagt, ihr könnt ja mal ein Follow da lassen, ne? Subs drauf geschissen, sage ich. Aber mal so ein Follow da lassen. Bitte? Ich wurde geratet mit 11 Zuschauern. Was sagen wir denn da, Timo? Ist Mikro aus? Warum machst du das Mikro nicht an, wenn ihr redet, Mann? Ich rede nicht mit mir selber, man hört dich schon noch leise. Wenn, dann haben die auch eine psychische Störung dann. So. Sag nochmal einer. Die Nummer wäre nicht genau getimed gewesen. Ich habe 25 Minuten später angefangen. Jetzt ist 2 Stunden 21. Das heißt, 4 Minuten habe ich noch Zeit zum Probieren, dann war Punktlandung 2 Stunden. Sag mir nochmal einer, ich hätte hier zu lange gelabert. Isst du gerne Bananenkuchen? Das ist so weird. Ich komme gerade wieder. Ich habe in so eine Tasse geschissen. Die erste Frage ist, isst du gerne Bananenkuchen? Ist gut. Perfekt. 9 von 10. Alles gut. Passt schon für mich. Ist das Rezept von Sally? Nee, das ist mein Kackkuchen, heißt der. Le Schiss. Zum Glück habe ich das nicht voll gemacht. Das wäre ja total übergequillt. Was für eine Tasse? Das war doch alles abgewogen. Ja, aber da stand doch... Das reicht manchmal auch für mich alleine. So, das ist ja nur noch eine Lüge gewesen. Das ist ja wirklich... Kenn ich The Help, den Film? Wollt ihr das ins Mikrofon sagen, wenn wir uns darüber jetzt unterhalten? Na klar. Bitte. Kennst du den Film, The Help? Die Hilfe. Der ist außergewöhnlich spannend, habe ich das Gefühl. Nee, kenne ich nicht. Was guckst du für Filme? Ich dachte, du bist so Anime-Girl. Ich habe einmal einen echten Film geguckt, da hat eine Haushälterin in so einen Kuchen gekackt. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Ja, um Scheiße in Kuchen. Habt ihr die Robbie Williams-Geschichte gesehen? Ich habe, weil wir alle den ähnlichen TikTok-Algorithmus haben, die er erzählt hat. Dass er mit irgendwie Anfang 20 in seiner Anfangskarriere so ein Schloss gemietet hat, um sein Album aufzunehmen in England. Und dann ist er irgendwie nachts wach geworden und da war so eine Frau in seinem Zimmer, war so ein großes, ne, so ein riesiges Zimmer in diesem Schloss, riesiges Bett. Und dann, oder morgens, ganz früh morgens, und dann hatte sie so einen Walkman an, obwohl es schon seit 20 Jahren CDs gab, meinte er. Und dann war diese Frau da, hat irgendwie da geputzt und dann hatten die Augenkontakt und dann hat er gesagt, ja, alles gut? Und meinte sie so, ja, alles gut. Und dann meinte er so, ja, was geht denn jetzt? Und dann meinte sie, ja, hast du noch eine Latte? Hast du noch eine Morgenlatte? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eine Morgenlatte. Und dann meinte die so, ja, soll ich dir einen runterholen? Und dann hat er gesagt so, ja, kannst du mir auch einen runterholen? Und dann hat er sich, von der Dame, ne, einen runterholen lassen. Und dann hat er irgendwann mit seinen Bandleuten und Produzenten, die auch in dem Schloss sich dann aufgehalten haben, weil die sich das ja gemietet haben für irgendwie ein paar Wochen, um da zu produzieren, hat er denen das erzählt und meinte so, ey, ich muss euch das sagen, dann war bei dem Essen mit den Bandleuten war die Eigentümerin von dem Schloss mit dabei. Die haben mit der gegessen, hat er gesagt, ey, euer Putzpersonal ist wirklich super weird. Die kommen dann immer super früh ins Zimmer und dann hat die Besitzerin von dem Schloss gesagt, wir haben gar kein Putzpersonal, was morgens ins Zimmer kommt. Und dann ist rausgekommen, dass das eine war aus dem Dorf, vor dem Schloss, aus der Kneipe. Das war die Kneipenbesitzerin. Die wusste, dass Robbie Williams da ist, die dem einfach einen runtergeholt hat. Und die hat das dann jahrelang im Pub erzählt. Und keiner hat ihr das geglaubt, dass sie dem einen runtergeholt hat. Und er hat das in so einer Talkshow jetzt bestätigt, dass das passiert ist. Fand ich ganz lustig. Nicht besser wirklich, im Original oder? Und auf Englisch. Bitte? Nicht wirklich, oder? Ja, der so erzählt, was weiß ich, was das stimmt. Das ist Robbie Williams. Okay. Muss Louis fragen, der ist da mehr in den Gestrichen drin. Der ist ja großer Robbie Williams-Fan. So.
Also, probieren wir doch mal die ganze Nummer. Habe ich euch eigentlich mal erzählt, dass ich vom Brokkoli immer Magenprobleme kriege? Ist ja nicht schlimm, wir sind doch viele Leute hier, die Veggie sind. Die werden morgen. Ist das Veggie-Sahne gewesen? So, nee? Da steht doch sogar Sojasahne im Rezept. Achso, ja, okay, wir haben auch noch übelst viel Sahne da gehabt, ne? Muss man fair dazu sagen. Das erstmal verbrauchen macht mehr Sinn. Ich hätte auch Hafermilch nehmen können, das hätte auch funktioniert. Oder Kokosmilch. Stell dir mal die Wirtin vor, die Talkshow läuft und sie steht an der Bar und ist so, ha! 20 Jahre später, ha! lecker. Brokkoli. Kartoffeln sind ganz gut durch. Ansonsten echt ganz schön viel Soße, ne? Ja. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel rübergeschüttet. Aber ist lecker. Also ist Gemüsebrühe halt, ne? Mit einem Top-Bolo-Gewürz. Könnt ihr auch einfach kaufen. Ne? Guap. Ja, Guap auch an dich. Guap, ey. Oh je. Ah, oh. So, ja, finde ich lecker. Es wird auf jeden Fall noch vertickt. Jetzt gehen wir mal hier in diesen Super Quick and Dirty Nutella Cake. Alright. Der Schwabe beschwert sich über so viel Soße. Ja, es ist so Sahne, Wasser, Gemüsebrühe-Soße. Das ist ja keine richtige Soße. Mhm. Boah. Das ist so ein versauter Muddikuchen. Mhm. Das ist genau das, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe. Manchmal reicht der auch nur für mich allein. Das ist genau so jemand, der so einen Satz schreibt und sich dann unter so einer Decke einkuschelt, aber dann doch nochmal zum fünften Mal so ein bisschen unangenehm zu sehr detailliert weiß, was bei 50 Shades of Grey bei Minute 51:30 passiert. Geh mal mit mir das Wochenende zu der KitKat-Veranstaltung, dann sehen wir mal, was heftig ist. Ich habe uns jetzt angemeldet, Freddy, ne? Finde ich gut. Na, erstmal deine Erotikmassage, Timo. So, also, finde ich gut. Es ist sehr brownie-mäßig. Dadurch, dass es dann frisch aus dem Mikro kommt oder frisch gebacken ist, dann in diesem Sinne, ist es noch so schön sapschig und fluffig. Sicherlich nichts, was so in 2 Stunden noch richtig so schmeckt, bin ich ehrlich. Aber verstehe ich, ist quick and dirty. Sind trotzdem ein paar Sachen so dabei. Oh, da sollte ja noch Schlagsahne und so Erdbeeren drauf, ne? Aber naja. Ich liebe Erdbeeren. Den versteht jetzt keiner von euch zum Glück, aber ich muss mal kurz mal. Ich hoffe, die wird das nie sehen, was wir hier jetzt sagen. Aber ich liebe ja Erdbeeren. Oh boy. Gut. Entschuldigung. ja, es ist beides sehr lecker. Ich finde, das ist ein gelungener Mittkochstream. Leute, morgen höchstwahrscheinlich ein bisschen früher als angekündigt. Ich denke, es wird fast 13 Uhr werden. Ich hoffe, wir kriegen es bis dahin hin. Machen wir Podcast live hier auf Twitch. Folgt gerne rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. So könnt ihr den schon ein bisschen früher hören. Ansonsten Freitag um 9 Uhr bis 11 Uhr oder bis 12 Uhr höchstwahrscheinlich ist Kochbattle mit Nino. Schaut euch da gerne rein. Und dann sehen wir uns dann wieder. Wenn es heißt, kochen macht Spaß. Und irgendwann kommt ein Backdienstag. Keine Ahnung wann. Backdi! Yeah. Gillette Backdi. Haut rein. Schönen Abend euch. Tschüss!